Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde in der Böll-Stiftung. Ich weiß gar nicht auswendig, die wievielte Ukraine-Veranstaltung das jetzt ist. Im letzten Jahr jedenfalls ist es keine Eintagsfliege. Die meisten von Ihnen werden das wissen, dass wir uns sehr intensiv mit den Ereignissen in der Ukraine und den Konflikt um die Ukraine befassen als Böll-Stiftung, nicht nur als distanzierte politische Beobachter, sondern auch doch mit viel persönlichem Engagement. Ich komme gerade von einem deutsch-polnischen Seminar über europäische Ostpolitik aus Warschau, das wir veranstaltet haben, zusammen mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Und es ist schon ein beeindruckender Unterschied, wie die Diskussion und die öffentliche Meinung in Warschau sich unterscheidet von der Situation in Berlin. In Warschau gibt es nicht nur ein Gefühl der Bedrohung, dass sozusagen die bisherige europäische Friedensordnung massiv in Frage gestellt ist durch den territorialen Revisionismus Russlands, die Annexion der Krim und die de facto Intervention in der Ostukraine, sondern es gibt auch eine ganz klare Empathie, sozusagen das Gefühl, dass es in der Ukraine auch um unsere Angelegenheit geht, um die Angelegenheiten Europas, sowohl im Sinne der Verteidigung der Prinzipien von Gewaltfreiheit und sagen, Anerkennung der Grenzen, wie sie aus dem Untergang der Sowjetunion hervorgegangen sind, aber auch in dem Sinne, dass es in der Ukraine um die berühmten europäischen Werte geht. Um Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung. Also um unsere eigene Sache. Jeder hier im Saal weiß, unter wie dramatischen Bedingungen gegenwärtig versucht wird, die Ukraine neu zu erfinden, politisch zu erneuern, Korruption zu überwinden, ein System von verantwortlicher Regierung, transparente Verwaltung, politischer Pluralismus, eine unabhängige Justiz, aber auch ökonomisch in einer Situation, in der dieses Jahr die Wirtschaft in der Ukraine voraussichtlich um 7 oder 8% schrumpfen wird. Und das schon auf der Basis einer großen Armut, vor allem in den alten, schwerindustriellen Regionen im Osten. Mit einem Staat, der am Rande des finanziellen Bankrotts steht. Mit einem nach wie vor ungelösten Gaskonflikt mit Russland. Und damit einer großen Unsicherheit der Energieversorgung der Ukraine und einer militärischen Intervention, einer unerklärten und verdeckten militärischen Intervention und einem asymmetrischen Krieg im Donbass. Putin hat ja bei den Feierlichkeiten zur Landung in der Normandie versprochen, dass die russisch-ukrainische Grenze jetzt besser kontrolliert werden soll. Tatsächlich kommen nach wie vor massiv schweres militärisches Gerät und bewaffnete Söldner über die Grenze. Das sind wirklich dramatische Bedingungen. Und in einer solchen Situation braucht die Ukraine die ganze europäische Solidarität, die EU nicht als überparteilicher Vermittler, sondern was gefragt ist, ist wirklich Solidarität
Und zwar sowohl wirtschaftlich und finanziell wie politisch. Wir wollen heute Abend uns aus erster Hand informieren über die aktuellen Entwicklungen und über Initiativen aus der Zivilgesellschaft heraus, das politische und gesellschaftliche System der Ukraine zu erneuern. Ich freue mich sehr, dass wir hier drei Gäste aus einer sehr unterschiedlichen Situation in der Ukraine haben, aus Kiew, aus Odessa und Donetsk. Bin gespannt über Ihre Berichte und ich hoffe, dass das ein kleiner Beitrag sein kann, um hier die öffentliche Meinung in Berlin und in der Bundesrepublik zu bilden, die wir brauchen, um die Bundesregierung auch verstärkt unter Druck zu setzen, aktiver zu werden, was die Unterstützung der Ukraine betrifft und eine klare Haltung in diesem Konflikt einzunehmen. Also, ich wünsche uns allen einen informativen und interessanten Abend und übergebe jetzt an Walter Kaufmann für die Moderation. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Ralf Füchs, und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Diskussion. Irgendwo habe ich heute gehört, dass es zeitgleich sechs Veranstaltungen mit Ukraine-Bezug heute allein in Berlin gibt. Das freut mich sehr auf der einen Seite. Es hat Sorgen bei mir hervorgerufen, aber umso mehr freue ich mich, dass doch so viele den Weg zu uns gefunden haben hier in die Heinrich-Böll-Stiftung heute Abend. Wie Ralf schon sagte, wollen wir uns dem Thema Ukraine erneuern widmen, sozusagen einem und einem positiven Vorzeichen die sehr, sehr schwierige Situation in der Ukraine betrachten. Auf neue Art zu leben war der Wahlspruch von Petro Poroschenko, dem neu gewählten Präsidenten. Auf neue Art zu leben war aber vor allen Dingen das Anliegen derjenigen, die im November, Ende November auf den Maidan gegangen sind, um dagegen zu protestieren, dass mit der Absage an die EU-Assoziation die letzte Perspektive, die letzte Hoffnung auf eine neue Art zu leben zu schwinden schien. Man sollte mit all dem, was danach passiert ist, nicht vergessen, dass die erste Initiative, die erste Protestbewegung direkt aus der Zivilgesellschaft kam, nicht von der politischen Opposition, ganz sicher auch nicht von außen, sondern von Studenten, von unabhängigen Journalisten, die sich spontan versammelt haben auf dem Kiewer Maidan, um zu protestieren gegen das Verschwinden von Perspektive. Aus diesem spontanen Protest ist dann eine Massenbewegung entstanden. Das brauche ich nicht nachzuerzählen. Die Ereignisse wissen Sie alle, kennen Sie alle sehr gut. Wir wollen aber nicht nur, weil wir der Zivilgesellschaft als Böll-Stiftung verbunden sind, sondern auch, weil die Geschichte des Maidan untrennbar mit zivilgesellschaftlicher Initiative verbunden ist, diejenigen fragen, die sich zur Zivilgesellschaft rechnen, zählen, wie denn heute die Perspektive auf neues Leben, auf eine erneuerte Ukraine aussieht unter den extremen Bedingungen, die Ralf soeben beschrieben hat. Wir wollen danach fragen, was ist jetzt, nachdem zumindest in Kiew ein Machtwechsel auch offiziell legitimiert werden konnte, durch eine mit für ukrainische Verhältnisse großer Wahlbeteiligung relativ überwältigende Mehrheit für den neuen Präsidenten, ein großer Vertrauensvorschuss. Was soll denn der neue Präsident unternehmen? Was kann er unternehmen, um das Vertrauen der Menschen in diesen maroden Staat wiederherzustellen, um Reintegrationsangebote zu machen an Bevölkerungen in verschiedenen Regionen des Landes? Gibt es unterschiedliche Perspektiven auf Reformen im Zentralukraine, im Westen, im Süden, im Osten? Das sind die Fragen, denen wir uns heute Abend stellen wollen. Selbstverständlich werden wir die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, wenn wir schon Gäste aus Odessa und Donetsk hier haben, sie auch nach der aktuellen Lage zu befragen.
Wir wollen uns zunächst hier vorne in mehreren Runden unterhalten und dann haben Sie natürlich die Gelegenheit, sich sehr aktiv hier in diese Unterhaltung mit einzubringen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen aus Kiew zu meiner Linken Oksana Nechiporenko. Angekündigt war Hanna Hopko von dem Reanimation Package of Reforms Initiative. Hanna Hopko hatte Probleme mit ihrem Visum im letzten Moment. Ein weiteres Argument für die Visafreiheit, für die wir seit langem hier eintreten in der Heinrich-Böll-Stiftung, schafft alle Visa-Regelungen ab, ist unser Credo in Bezug auf Osteuropa. Diese Nachricht, dass Hanna Hopko kam, erreichte mich gestern um 16.20 Uhr und hat einen tiefen Schock bei mir ausgelöst. Um 16.25 Uhr kam die Nachricht, dass an ihrer Stelle Oksana Nechiporenko bereit ist zu kommen, von jetzt auf sofort. Wunderbar, dass sie da ist. Oksana ist Koordinatorin der Reforminitiative, der zivilgesellschaftlichen Reforminitiative. Das ist eine Koalition von Nichtregierungsorganisationen. Vielleicht kann Oksana uns gleich selbst etwas mehr über die Initiative erzählen. Sie ist selbst ausgebildete Ökonomistin und macht derzeit einen Master an der Edinburgh Business School Eastern, sie etabliert, habe ich verstanden, die Edinburgh Business School in der Ukraine und macht aber zugleich einen MBA an dieser Edinburgh Business School und hat auch in der Reforminitiative wichtige Managementfunktionen übernommen. Ganz herzlich willkommen. Ganz außen rechts sitzt Sergei Tkachenko. Er ist ein Spezialist für Wahlen und für Wahlbeobachtung, ein unabhängiger Wahlbeobachter, als solcher schon an vielen internationalen Missionen beteiligt gewesen. Er hat für die OSZE auch Administratoren von Wahlen trainiert und Wahlbeobachter trainiert. Er leitet das ukrainische Wählerkomitee im Donetsker Gebiet und arbeitet, soviel ich weiß, auch als Journalist und arbeitet derzeit natürlich unter Extrembedingungen, von denen er uns sicher erzählen wird. Er kommt heute Morgen sozusagen direkt aus völlig anderen Verhältnissen, aus kriegerischen Verhältnissen hier in unser beschauliches Berlin. Ganz herzlich willkommen. Neben mir Alexandra Litvinova, Journalistin aus Odessa. Sie kommt aus Russland, ist vor 8 Jahren aus privaten Gründen nach Odessa umgezogen, lebt und arbeitet als Nachrichtenjournalistin in Odessa und hat sich seit Beginn der Protestbewegung intensiv mit der Protestbewegung und auch den verschiedenen Lagern, die sich in Odessa gebildet haben, beschäftigt, ist unmittelbare Zeugin auch der Ereignisse, die Anfang Mai uns alle in Schrecken versetzt haben und wird sicher auch einen sehr eigenständigen Blick haben auf Reformbemühungen, wie sie in Kiew formuliert werden. Herzlich willkommen. Oksana, welche Reforminitiativen sollte die neue Regierung aus Sicht eurer Initiative starten, um Vertrauen aufzubauen, um Vertrauen zu gewinnen und das Land zu konsolidieren? Was hat unter diesen extremen Bedingungen am meisten Chancen und was ist geeignet, am schnellsten bei den Leuten anzukommen, um Vertrauen zu schaffen? I used to speak in English, but I was said to speak in Ukrainian. So, добрий вечір. Guten Abend. Ich bin sehr froh darüber, dass ich hier unwahrscheinliche Gruppe präsentieren kann, die Reanimation of Reforms Initiative. Das ist unwahrscheinlich, weil ich
weil es eigentlich um eine Vereinigung handelt von ganz unterschiedlichen Gruppen, von Fachleuten, von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die das System verändern wollen. Und diese Gruppe vereinigt also ungefähr 200 Fachleute, die in 16 verschiedenen Gruppen arbeiten, die Reformen erarbeiten für verschiedene Bereiche. Wir haben bereits 8 Wir haben bereits 8 erfolgreich angenommene Gesetzentwürfe erarbeitet. 7 von diesen sind nach der ersten Lesung angenommen worden. Davon gehört also auch ein wahrhaft revolutionäres Gesetz, wie die Lustration von Richtern, das Gesetz über die gemeinsame Sprache. Und für den neuen Präsidenten ist es so, dass er gewählt wurde, um die Reformen, die zur Reanimation, zur Erneuerung des Landes durchgeführt werden müssen, angenommen werden. Das sind also Antikorruptionsreformen, das sind Wirtschaftsreformen, das ist die Dezentralisierung der Macht, das ist eine Verwaltungsreform, das ist die Gerichtsreform, die Reform der Rechtspflegeorgane und es ist also ein ganzes System von Reformen. Und last but not least ist es auch um die Reform der Euro-Integration. Das heißt, es geht um ein gesamtes Reformpaket aus unterschiedlichsten Bereichen. Es muss effektiv sein, es muss realistisch sein, denn Reformen sind das, was das Land vereinigt, sowohl im Osten als auch im Westen. Es gibt Probleme mit der Korruption, mit der Wohnungswirtschaft. Das sind also wirklich Probleme, die ganz unabhängig davon, wo die Menschen leben, existieren. Und sie müssen deshalb auch auf nationaler Ebene gelöst werden. Gleich zurückfragen, Korruption. Der Kampf gegen Korruption zählt zu den Mantras, die auch in Bezug auf die Ukraine seit mindestens 10 Jahren wiederholt werden. Jede Regierung verspricht. Verstehen? Können Sie jetzt hören? Gut. Der Kampf gegen die Korruption ist ein Mantra, was mindestens seit 10 Jahren immer wieder thematisiert wird in Bezug auf die Ukraine. Der Aufstand auf dem Maidan war in vielem auch ein Aufstand gegen die politische Klasse insgesamt, nicht nur gegen Janukowitsch. Wie kann man Korruption bekämpfen, wenn sich das politische und das wirtschaftliche Spitzenpersonal nicht über Nacht auswechselt? Was sind die Ansätze, die die Zivilgesellschaft vorschlägt im Kampf gegen Korruption? Da sich die politischen Eliten nicht verändert haben, müssen die Gesetze verändert werden, damit neue Regeln existieren und unter den neuen Bedingungen dementsprechend alle auch anders wirken müssen. Die Ukraine ist ja nicht das einzige Land, das einen Weg gehen muss zur Überwindung der Korruption, zu einem freiheitlicheren Leben. Es gibt ein Reformsystem, es gibt Gesetzentwürfe, nicht nur die von unseren Fachleuten entwickelten Gesetzentwürfe, sondern auch Vorschläge und Ratschläge von der Europäischen Union. Also einer der derjenigen, die gegen die Korruption arbeiten, ist der Leiter von Transparency International in der Ukraine. Das heißt, er hat den Zugriff auf all die internationalen Erfahrungen, die gesammelt wurden. Es geht also beispielsweise um staatliche Aufkäufe, wo ein hohes Korruptionspotenzial bestanden hat. Wir haben die Möglichkeiten,
zusätzliche Informationen einzuhalten. Das heißt, alle Haushaltsposten können jetzt eingesehen werden im Internet, entsprechend unserem Gesetzentwurf. Es gibt auch andere Gesetzentwürfe, die also Informationen leichter zugänglich machen und damit die Regierung und den Präsidenten damit eher rechenschaftspflichtig machen. Es gibt Informationen und es müssen Gesetzentwürfe erarbeitet werden, um das System zu ändern. Und dann ist es egal, ob da die alten oder neue Eliten an der Macht sind, denn sie alle müssen sich diesen neuen Gesetzen unterwerfen. Dezentralisierung haben Sie auch gerade erwähnt. Bevor ich Sergej Tkachenko frage, was sind denn die Erwartungen an Dezentralisierung, zum Beispiel in Donetsk, was sind die Vorschläge, die Sie machen zur Dezentralisierung? Es gibt grundsätzliche Momente, die lobbyiert werden im Rahmen der Reform zur Dezentralisierung. Und das sind auch die Aspekte, die von uns unterstützt werden und von einem unserer Minister, von Reusmann. Ja. Die Hauptpunkte sind also eine finanzielle Selbstständigkeit der örtlichen Selbstverwaltung zu erreichen. Das heißt, dass sie selbst Verfügungsgewalt über die vor Ort eingenommenen Steuern haben. Die örtliche Demokratie zu stärken, also vor Ort Referenden durchzuführen für Fragen, die vor Ort wichtig sind und auch einen Einfluss auf die wirtschaftliche Planung vor Ort nehmen zu können und die Veränderung der örtlichen Verwaltung, dass Verwaltungszentren eingeführt werden und diese als kompetente Selbstverwaltungsorgane einzuführen und ihnen beispielsweise die Kompetenz zu geben, über Fragen der Sicherheit vor Ort, der Grundstücksfragen und so weiter. Das sind Fragen, die vor Ort entschieden werden können und sie sollten auch dort entschieden werden. Und ich möchte noch gleich dazu sagen, dass in der derzeitigen Situation in der Ukraine die Frage der Dezentralisierung natürlich sehr politisiert ist. Diese Fragen wurden von Anfang an aufgeworfen, aber nach den Ereignissen im Osten und im Süden der Ukraine ist das jetzt eine Frage der Unterstützung in der Ukraine. Natürlich die Frage, ob man das eine Balance finden kann, eines Einheitsstaates, der mit äußeren Gefahren erfolgreich umgehen kann und der Stärkung der örtlichen Kompetenzen. Das ist also nicht ganz einfach. Frage, weil sie im Kontext dazu steht, die Frage eines neuen Sprachgesetzes eben auch erwähnt worden, auch hochpolitisierte Frage, was ist denn da der Vorschlag? Wissen Sie, wir haben bisher keinen Gesetzentwurf bezüglich der Sprache betrachtet. Es gibt also nur ein Gesetz, das noch zu Janukowitsch-Zeiten angenommen wurde. Und wir haben uns dafür entschieden, damit uns derzeit nicht vorrangig zu beschäftigen, weil es, wie Sie bereits sagten, sehr politisiert ist. Und andererseits wird es große Debatten geben und eben auch Propaganda und wenig rationale Basis für eine vernünftige Diskussion. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, erst einmal zu klären, wie die Meinung der Regionen dazu ist. Und möglicherweise können meine Kollegen ja hier besser antworten oder zumindest den Standpunkt des Südens und des Ostens der Ukraine darstellen. Es ist notwendig, dennoch zunächst mal zu fragen, wenn man heute in Donetsk lebt, kann man sich überhaupt vorstellen, dass irgendwann die Zeit kommt, über Reformen zu sprechen? Was muss passieren, damit man über Reformen in Ruhe nachdenken und diskutieren kann? Guten
Guten Tag, liebe Freunde. Ich freue mich sehr darüber, dass ich Sie hier heute in diesem Saal begrüßen kann. Für mich ist es natürlich sehr angenehm, dass hier so viele Menschen, viele Einwohner aus Berlin sind, die sich für ukrainische Fragen interessieren. Das unterstreicht meiner Ansicht nach nochmals die Wichtigkeit der Ereignisse, die wir derzeit in der Ukraine beobachten, insbesondere auch im Osten der Ukraine. Im Osten der Ukraine geht es nicht einfach um einen Konflikt, sondern es ist eine neue Art der Kriegführung auf fremdem Gebiet und mit fremden Händen. Und wie effektiv können wir dagegen wirken, ein Antivirus sozusagen finden in diesem Prozess? Davon wird nicht nur die Zukunft der Ukraine abhängen, sondern nach meiner tiefen Überzeugung auch die Zukunft Europas. Und es ist natürlich so, als ich hierher gefahren bin, habe ich meine Kollegin denn jetzt gefragt, naja, was haltet ihr denn von den Reformen, die da jetzt in der Ukraine erarbeitet werden, eine neue Regierung und so weiter, ein neuer Präsident? Und ich habe ehrlich gesagt sehr viele wenig angenehme Worte gehört. Es geht nicht darum, dass die Einwohner von denen jetzt nicht bereit wären zu Reformen, sondern wenn grundsätzliche Fragen nicht geklärt sind, also Fragen der Sicherheit, der Absicherung des Lebens überhaupt, der Daseinsvorsorge, das ist das Wichtigste, was die Bevölkerung jetzt bewegt im Osten. Aber das ist natürlich nur ein Standpunkt, denn ich möchte ein Beispiel anführen. Am 11. Mai gab es in den Gebieten Donetsk und Luhansk das sogenannte Volksreferendum der sogenannten Donetsker Volksrepublik. Und nach den Ergebnissen dieses Referendums meinen einige Fachleute, dass zwischen 20 und 30% der Bevölkerung tatsächlich teilgenommen haben an diesem Referendum. Und das Referendum bestand nur aus einer Frage, auf die man mit Ja oder mit Nein antworten kann. Anerkennen Sie die Donetsker Volksrepublik? Die Frage war sehr unkonkret formuliert. Trotzdem sind die Leute dorthin gegangen, haben abgestimmt und waren in einer gewissen Weise davon auch zufrieden. Und wir haben also die Leute gefragt, wofür haben sie denn gestimmt? Wofür hat ein Mensch gestimmt, der außer den drei Wörtern Donetsker Volksrepublik eigentlich nichts gehört hat? Wofür haben Sie abgestimmt, die keinen Vorschlag, kein Programm dieser Volksrepublik kannten? Weil all das wurde ja nicht angeführt, keine Versprechungen, keine Programme. Wofür haben Sie also abgestimmt, wenn Sie ja auch keinen der Führer dieser Donetsker oder Luhansker Volksrepublik hatten? Aber dennoch, 30% der Bevölkerung haben abgestimmt. Das sind nur nicht so wenige. Und wir haben ja auch gesehen, dass es teilweise lange Schlangen an den Wahllokalen gab. Und man kann sagen, dass die Menschen dafür gestimmt haben, dass wir nicht wollen, dass es so weitergeht, wie es bisher war. Wir wollen eine lohnenswerte Zukunft. Sie haben also all ihre Hoffnung mit diesem gefegten Referendum, kann man sagen, verbunden, denn es ist eigentlich unklar, wer und mit welcher Absicht hat denn dieses Referendum überhaupt angehalten. Und das zeigt meiner Ansicht nach die Bereitschaft der Menschen zu Veränderungen. Man kann sagen, dass sie möglicherweise die Menschen im Osten sich mit den Formen und dem Inhalt der Reformen nicht tiefgründig befassen, aber sie sind bereit für Veränderungen. Und wenn man den Menschen etwas vorschlägt, das sich ganz real auswirken kann auf ihre Lebensbedingungen, dann wird das auch dazu führen können, dass gemeinsam daran gearbeitet wird. Das sage ich, wenn wir jetzt von einem Dialog sprechen, einem Dialog der Ukraine, in der Ukraine des neuen Präsidenten mit dem Osten, dann müssen Grundlage für eine solchen Dialogkonzeptionen sein, um die es heute geht. Wohin wollen wir? Wir wollen in einer Ukraine ohne Korruption leben.
Wir wollen, dass die Miliz für das Volk arbeitet und das Volk verteidigt. Wir möchten ehrliche Richter haben. Ja, das möchten wir, das und noch vieles mehr. Und das kann zu einer echten Basis werden. Was andere Fragen betrifft, von denen hier auch gesprochen wurde, kann ich ein Beispiel anführen. Bei jedem Parlamentswahlen in den letzten Jahren wurde natürlich auch gefragt, welche Probleme haben Sie denn? Und diese Probleme, diese Frage war offen. Also man konnte jetzt direkt sagen, insbesondere in Donetsk, welche Fragen bewegen uns am meisten? Und ich kann sagen, dass unter diesen Fragen, dass die Frage der Sprache ungefähr an 12. oder 14. Stelle auftauchte. Also wenn man die Frage tatsächlich so stellt, dann ist diese Sprachfrage nicht eine der wichtigen. Wichtig war Arbeit, Arbeitsplätze, Wohnungswesen, Lebensniveau, Preise für Lebensmittel und noch viele andere Fragen, insbesondere natürlich wirtschaftliche und soziale Fragen, die die Menschen bewegt haben. Was möchte ich noch dazu sagen? Wenn es schon einmal um den Dialog geht, dann ist es wichtig, mit wem man diesen Dialog führt über den Osten. Und das ist eine Frage, die bis jetzt noch niemand beantworten konnte. Auf jeden Fall von unserer neuen Führung. Also eine mehr oder weniger klare Antwort hat man von Herrn Poroschenko gehört, davon, wir werden einen Dialog führen, aber wir werden nicht mit Terroristen sprechen, die blutbefleckte Hände haben, die mit dem Tod von Zivilisten zu tun haben. Ich führe gleich einige Zahlen an. Wir haben Mitte April eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen unterstützen welche Ideen. Und die Zahlen waren recht interessant. Die Donetsker Volksrepublik wird als einheitliche staatliche Bildung nur von 5% der Bevölkerung unterstützt. 8% wollen zurück zur Sowjetunion. Sie haben dann tatsächlich ihre Stimme dafür abgegeben. Sie wären bereit, den Staat wieder auferstehen zu lassen. Und ca. 20% unterstützen die Idee der Russischen Föderation. Sie wollen wirklich nach Russland. Jedoch 62%, mehr oder weniger, möchten gern in dem ungeteilten ukrainischen Staat leben. Und für mich als einem Einwohner von Gebiet Donetsk ist es ein Zeichen, das sagt, man muss sich auf diese Menschen hören und orientieren. Das ist eine passive Bevölkerung und jedoch ist es die Mehrheit. Die Paradoxe liegt darin, dass die bewaffnete Minderheit ihren eigenen Willen der passiven pro-ukrainischen Mehrheit aufdringt. Und der Dialog, die Regierung ist leider nicht mit der pro-ukrainischen Mehrheit, sondern der Dialog wird mit der terroristischen Minderheit geführt. Man kann natürlich noch mal weiter klassifizieren, Terroristen und Separatisten. Und das ist nun wieder eine Paradoxe. So ist es nun unmöglich, die Stimme der Mehrheit zu hören. Also, für den Anfang reicht es, oder? Ich ergänze es weiter. Rückfrage. Ist die Interpretation 28-30%, die für das Referendum gestimmt haben, wollen vor allen Dingen Änderung, ist sie nicht doch etwas gewagt? Die Wahrnehmung hier ist, wer sich mit Donetsk beschäftigt etwas, sind gerade diejenigen dort, die von Modernisierungsprozessen am meisten zu verlieren haben. Sie arbeiten in veralteten Bergwerken, in diesen Stahlindustrien im Donbass,
sind stark wirtschaftlich an Russland gebunden, diese Industrien. Sind die nicht diejenigen, die am ehesten zum Opfer wirtschaftlicher Modernisierung werden, die arbeitslos werden und die deswegen Veränderungen ablehnen oder Angst haben davor? Sagen wir so, es gibt ja einige Nuancen. Nochmal zum Referendum. Warum war denn diese Volksabstimmung futsch? Weil die Menschen sich darin nicht auskennen. Sie haben einfach nur für bestimmte Änderungen ihre Stimme abgegeben. Aber gut, am 25. Mai fanden die Präsidentschaftswahlen statt in der ganzen Ukraine und auch im Gebiet Donetsk. Die bewaffneten Terroristen haben 2 Monate lang die Wahlkommission, die Mitglieder der Wahlkommission terrorisiert. Sie haben Wahllokale zerstört. Sie haben die Mitglieder der Wahlkommission als Geisel genommen. Sie haben Familien bedroht und so weiter. Und von 22 Wahlkommissionen konnten nur 8 wirklich Wahllokale öffnen. Einige können es ja nicht, weil die Stimmzettel nicht rechtzeitig dahin geliefert werden konnten. Und es konnten nur um die 100.000 Wähler an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Und nichtsdestotrotz war vorbildlich, wirklich, wie die Menschen gewollt haben, an diesen Wahlen sich zu beteiligen. Und auch diejenigen, die am 11. bei der Volksabstimmung da waren, waren empört, dass es für sie unmöglich war, bei den Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abzugeben. Im Gebiet Donetsk haben ganz viele Menschen die Möglichkeit verloren, und zwar 2,8 Millionen Menschen haben die Möglichkeit verloren, ihre Stimme für den Präsidenten abzugeben. Das ist eine riesengroße Energiewelle, die nicht irgendwo verschwindet. Und diese Energie, die richtet sich jetzt nun gegen die Regierung der Donetsker Volksrepublik. Und wenn die Menschen ihr Wahlrecht genommen wird, dann vergessen sie es einfach nicht. Was die Modernisierung von Bergwerken betrifft, na klar, natürlich kann man von unterschiedlichen Zielgruppen sprechen. Die Bergbauarbeiter haben ganz klar verstanden, wenn die Russische Föderation hier ihre Macht bekommt, da verstehen sie was passiert. Die meisten Bergwerke werden geschlossen. Viele Arbeitsstellen werden gestrichen. Und dann kommt ja nochmal die Frage, was machen wir mit diesem Bereich der Industrie? Das ist schon wirklich ein Bereich, der sehr stark staatlich unterstützt wird. Das ist nochmal Diskussionsfrage. Litvinova, Odessa, gegründet vor etwas über 200 Jahren von Katharina II., galt lange Zeit als so eine der südlichen Hauptstädte Neurusslands. Und Putin hat ja auch in dieser berüchtigten Rede zur Annexion der Krim sehr stark auf diese Motive Neurussland abgehoben. Als die Ereignisse am Anfang Mai in Odessa passiert sind, sahen viele dieses Szenario schon in Kraft, dass sozusagen der südliche und östliche Teil der Ukraine abfallen und sich formieren zu einem Neurussland. Das ist nicht passiert. Wie sieht man in Odessa heute das Entstehen? Sieht man die Chancen für eine neue Ukraine? Identifizieren sich Odessiten, die ja immer sagen, sie sind etwas Besonderes, identifizieren sie sich mit dem ukrainischen Staat oder welche Perspektiven sehen Sie? Wovon machen Sie das abhängig, diese Identifizierung mit dem ukrainischen Staat? Guten Abend.
Es ist eine komplizierte Frage. Die Einwohner der Stadt Odessa, die identifizieren sich mit der Stadt Odessa. Die Einwohner der Stadt und vom Gebiet Odessa, das sind unterschiedliche Menschen. Das sind zwei Unterschiede sozusagen. Und die Menschen der freien Stadt Odessa, der internationalen Stadt, der toleranten, der freien Stadt, der Handelsstadt, die sind ganz stolz auf diese Stadt. Das ist eine ganz andere Welt. Und die Ereignisse, die ich seit Dezember auf den Straßen der Stadt verfolgt habe, dann soll ich ja dazu sagen, wahrscheinlich hat Odessa selbst nicht erwartet, dass sie so viele Patrioten hat. Die Einwohner der Stadt haben immer diskutiert, sie sprechen immer sehr viel, sie diskutieren sehr viel. Aber diese Zivilposition, diese aktive Position war ja nicht so stark geprägt früher. Als die Ereignisse sich auf Euromaidan und im Westen der Ukraine entwickelt haben, war Odessa recht passiv. Erst seit Dezember, seitdem man Studenten ganz knallhart und gewaltsam wirklich vom Maidan geräumt hat, haben sie reagiert. Nein, sie sind nicht jeden Abend um sechs oder am Sonntag, jeden Sonntag an Dück gekommen. Das ist wahrscheinlich ein Denkmal. Und die riesengroße Menschenmenge ist zu Aktionen und verschiedenen Demonstrationen zur Unterstützung des Landes gekommen. Sie haben verschiedene Aktionen veranstaltet, um das Land zu unterstützen. Sie haben sich nicht Euromaidan genannt. Sie haben nicht gesagt, dass sie die eine oder die andere politische Kraft unterstützen. Nein, sie haben davon gesprochen, dass sie Patrioten des eigenen Landes sind. Ungeachtet davon, ob sie Russisch oder Ukrainisch sprechen, die Sprache war egal. Ihr Einkommen war egal. Wichtig war einheitliches, friedliches Land. Und ich sage es nochmal, ich habe das Gefühl, dass viele es einfach nicht erwartet haben, dass man unter den Einwohnern der Stadt so viele patriotische Menschen da sind. Was andere Stimmungen betrifft, ich habe das Gefühl, bestimmte Einschärfung nicht nur in Odessa, sondern ebenso in Donetsk und in Lugansk ist dazu gekommen, weil Euromaidan und diejenigen, die Euromaidan unterstützt haben, gehört waren. Sie waren von anderen Bürgern des Landes gehört, sie waren von Europa gehört, so oder so von Russland gehört. Und diejenigen, die Fragen hatten, die Fragen an Assoziierungsabkommen und an die weitere Entwicklung des Landes, die Ängste hatten, sie sind ungehört geworden. Aus diesen oder anderen Gründen kann man lange davon sprechen. Sie waren nicht gehört. Und dieser Dialog ist nicht zustande gekommen. Und dadurch kam mehr oder weniger harter Widerstand zustande. Und in dieser Hinsicht ist es ja ganz wichtig, einen Dialog zwischen dem einen und dem anderen Land anzufangen, und das ist einfach die Grundlage dafür, dass das Land einheitlich bleibt, so wie es nun möglich ist. Ereignissen Anfang Mai. Wie haben Sie sich ausgewirkt, diese Ereignisse? Was ist davon heute im Alltag zu spüren in Odessa und welche Version dessen, was dort passiert ist, hat sich durchgesetzt? Über die Ereignisse vom 2. Mai zu sprechen, ist es heute recht schwierig. Es gibt ja ganz wenig offizielle Informationen. Und wenige von den Ermittlungsergebnissen sind zugänglich. Es gibt ja offizielle Informationen, ganz wenig davon. Es gibt nicht offizielle Informationen, die würde ich hier nicht
präsentieren. Ich werde nur das besprechen, was ich gesehen habe. Ich war auf der Straße Gretschiske, ich war auf dem Gretschiske Platz, ich war auf genau da, wo der Widerstand zustande kam. Und dann habe ich nationale Presse durchgeschaut und ich habe bestimmte Erklärungen gelesen. Ich habe gesehen, was Europa sagt. Ich war wirklich empört dadurch. Denn die Ereignisse, sie waren recht einseitig präsentiert. Soweit ich weiß und soweit ich es verstanden habe, aggressive pro-russische Kämpfer haben friedliche, junge ukrainische Patrioten angegriffen. Das entspricht nicht der Wahrheit. Einerseits gab es tatsächlich eine friedliche Demonstration und da sollten Fans von zwei Fußballclubs sein, von Odessa und Kharkov. An demselben Tag auf dem Stadion Tschernomolets gab es ein Fußballspiel von zwischen diesen zwei Fußballmannschaften. Es war schon frühzeitig bekannt, dass es diesen Gang von diesen Ultras geben wird und diese friedliche Marsch sollte auch begleitet werden. In den sozialen Netzen war das natürlich schon diskutiert und es ging darum, dass es dazu kommen kann, dass verschiedene Seiten wahrscheinlich aufeinander zugehen. Es gab eigentlich schon kleine Auseinandersetzungen zwischen den einen oder den anderen, aber ohne irgendwelche schweren Folgen. Bei den nächsten Gesprächen kam es dazu, dass es wirklich so kam, beide Seiten waren bereit, die Kräfte waren mehr oder weniger gleich, die pro-russischen Kräfte und die pro-ukrainischen Kräfte waren ungefähr gleich. Und das waren ja um die 200 Menschen, die pro-russischen waren bewaffnet. Und von der Selbstverteidigung kam es, von der Seite der Selbstverteidigung kam es ja auch um die 200, 300 radikale junge Leute. Und einerseits, ich sage, dass die pro-europäische Seite hatte erstmal die mehr Vorrang und die meisten Militärkräfte, die meiste Polizei stand am Stadion, um Stadion zu schützen. Und da, wo eigentlich diese Rangeleien zustande kommen sollten, gab es ja auch Miliz, vielleicht 50 von den Sicherheitskräften, 50 Milizen waren da, mehr jedoch nicht zu Anfang. Eine Zahl der Milizen waren ja auch standen ja auch in einer Reihe. Um die 20 haben eine Reihe gebildet. Sie hatten einfach keine Waffen dabei und die anderen kamen da von der anderen Seite. Es gab eine Pause von 2-3 Minuten und da kamen Menschen mit Schleifen. Mit Schleifen führten die den Zweiten Weltkrieg erklären und für sagen, dass die Menschen sich daran erinnern. Sie haben diese Schleifen getragen und sie sind auf die andere Seite zugegangen. Sie hatten Baseballschläger, sie hatten einfach Stahlwaffen, selbstgebastelte. Ich bin kein Fachmann, ich kann ja nicht sagen, was für Waffen sie dabei hatten, aber sie hatten selbstgebastelte Waffen. Sie haben auch geschossen. Es gab ja auch unterschiedliche Geräusche von verschiedenen Rauchpatronen und so weiter. Und ich als Mensch, der das Ganze gesehen hat, der die Menschen gesehen hat, die miteinander gekämpft haben, soll sagen, auf der Straße Gretschiskaja, das ist eine lichtbelebte Straße, da standen ganz viele geparkte Autos und sie haben es ja auch nicht mal geahnt, dass da irgendwas passiert.
Diese Autos waren einfach mit Baseballschlägern, mit Metall von der einen und von der anderen Partei kaputtgeschlagen. Manche Menschen haben ihre kaputten Autos dann weggefahren. Es gab da ein großes Kinderladen und ich habe ja gesehen, wie eine junge Frau mit einem kleinen Kind aus dem Kinderladen rausgeht, Kind auf dem Arm, und sie sieht, wie das Auto zerschlagen wird. Im Auto steht ein Kindersitz und sie war einfach nur schockiert. Die Menschen haben einfach alles liegen und stehen lassen und sind geflüchtet. Keiner hat erwartet, dass so viele Menschen zu Opfer fallen, und Odessa ist immer noch ganz tief schockiert. Die eine Partei und die andere, die eine Seite und die andere, sie sind beide immer noch schockiert und sie sind nicht mehr aktiv und die Position wird nicht mehr aktiv vertreten. Menschen sind einfach schockiert, dass sowas zustande kommen konnte, dass so viele Menschen getötet waren. Ja, natürlich, man hat erwartet, dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Aber dass so viele Opfer dieser Auseinandersetzungen fallen, hat keiner erwartet. Das ist wirklich ein Opfer für die Stadt. Man wird ja schon sehr viel Zeit Bemühungen von Experten und von der Verwaltung und von der Regierung noch brauchen, um diese Situation zu verkraften und zu verstehen. Erklärt, dass viele Leute das Gefühl haben, Euromaidan sei gehört worden, dieses pro-westliche, pro-europäische Lager sei wahrgenommen worden, sie selbst mit ihren Ängsten und Befürchtungen würden nicht wahrgenommen. Welche Ängste und Befürchtungen erleben Sie denn in Bezug auf Reform? Wovor haben die Leute Angst und wie begegnen Sie diesen Ängsten? Wissen Sie, ich kann ja sagen, dass ungefähr vor einem Monat Reanimationspaketreform hat eine Reise durch das Land gestartet. Wir haben Odessa, Kharkov, Zaporizhia, Mykolaiv besucht. Wir haben ja alle Städte im Osten und im Süden besucht. Wir waren in Donetsk und Lugansk, waren wir nicht. Wir waren im Westen und in der Mitte. Ich war zum zweiten Mal nach Zaporizhia. Wir können schon bestimmte Reaktion der Menschen widerspiegeln. Und Anfrage und Bedarf an Reformen gibt es immer. In Dnipropetrovsk wird die Liberalisierung von Business gefragt. Odessa fragt über die Dezentralisierung und wirtschaftliche Selbstständigkeit. Und jedoch fragen alle, wie kann man die Korruption überwinden und besiegen. Alle interessiert die Gerichtsreform und Reform der Rechtspflegeorgane. Nun möchten alle die Neuwahlen nach neuen Regeln durchführen lassen. Alle Regionen haben geschichtliche Probleme. Sie haben eigene Wünsche und Prioritäten. Ukraine versteht schon, die Zeit für Veränderungen ist gekommen. Vielleicht ist es schon sogar ein bisschen zu spät in der heutigen Situation und man muss sich mehr bemühen, um die Ergebnisse in der nächsten Zeit sehen zu können. Wir hören die Regionen und in jeder Reformgruppe arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Ukraine. Wir haben eine Gruppe, die sich mit dem Thema der Flüchtlinge aus der Krim und Region Donetsk und Lugansk beschäftigt. Und Menschen arbeiten an den Änderungen. Wir verstehen nun, in Donetsk liegen die Prioritäten etwas anders. Wir hoffen jedoch, sobald das Ganze wirklich ein glückliches Ende einnimmt, wird Donetsk
zu anderen Fragen übergehen, zu wirtschaftlichen Reformen, zu Neuwahlen und so weiter. Wir bemühen uns jetzt, diese Basis zu schaffen und einen Dialog anzubieten, sodass jeder an der Entwicklung der Reformen teilnehmen kann und sodass die Menschen verstehen, wie sie die Gesetzentwürfe, die schon erfolgreich durch die Diskussion durch sind, einfach von ihnen auch genutzt werden können. 2004, sicher noch etwas jünger als heute. 2004 war der erste große Aufbruch nach der Orangenen Revolution. Die meisten sagen heute, dieser Aufbruch ist gescheitert. Was ist denn 2014 anders als 2004? Was macht Sie optimistischer? Das ist eine sehr populäre Frage. Und wie ich das sehe, wie die Zivilgesellschaft das sieht, der Unterschied zwischen der Orangen Revolution und Euromaidan liegt an der Aktivität, an der aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Änderungen des Landes, an der Kontrolle der Macht des Präsidenten, der Regierung, des Parlaments. Wenn wir uns mit den europäischen Kollegen austauschen, dann bitten uns alle, schlaft bitte nicht wieder ein. Macht keinen Schritt zurück und versinkt euch nicht in eigenen Problemen. Es reicht nicht, Euromaidan erfolgreich zu werden und den Präsidenten zu wechseln. Nein, das ist nur der klitzekleine Schritt nach vorne. Und die wichtigste Aufgabe der Zivilgesellschaft liegt denn heute in dem Monitoring, in der Kontrolle, in dem Druck auf die Macht, in der Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern, damit die Europäer erstmal Reformen von der Regierung verlangen und dann Kredite. Und das ist die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern an dem Monitoring, an der Aufsicht und Beobachtung unserer Regierung. Alles ist in unseren Händen. Wir haben erst gerade mit diesem Prozess angefangen. Wir haben einfach kein Recht, jetzt stehen zu bleiben. Wir müssen weiter nach vorn schreiten. Das ist unser Land. Das ist unsere Zukunft. Nicht die Regierung macht die Änderungen. Wir sind die Änderungen. Sollte die Sicherheitslage in Donetsk es irgendwann erlauben, wer sind denn die potenziellen Träger von Reformen in Donetsk oder im Donbass? Die ukrainische Regierung hat ja in den letzten Monaten schon verstärkt wieder auf Oligarchen setzen müssen, um die Lage zu stabilisieren. Namen wie Kolomoyski, auch die Rolle von Achmetow wird hier oft diskutiert. Muss man also auf die alten Strukturen setzen, um das Land überhaupt zusammenzuhalten? Aber wie sollen dann Leute wie Kolomoyski für Reformen sorgen, die ja nicht in dem eigenen Interesse liegen können? Ja, sicher. Man kann ja die geschichtliche Wichtigkeit und Wirksamkeit einer Person nicht unterschätzen. Wir im Osten der Ukraine sind an so einem Zeitpunkt positiv zu sein und der Preis dafür, dass wir jetzt positiv in die Zukunft blicken, recht teuer. Das ist Preis der Menschenleben. Das Verstehen und das Selbstverständnis von dem, was passiert, das ist nun anders. Die Menschen waren vor der Wahl gestellt, sich einfach zu orientieren. Sie mussten wissen, wo sie auf welcher Seite stehen. Und so viele aktive, freiwillige Menschen, die in den letzten 3 Monaten in unterschiedlichsten Bereichen, in unterschiedlichsten Fragen, gab es ja noch nie wie vorher.
die Hilfe und Unterstützung der ukrainischen Armee, der Soldaten, die aus anderen Regionen nun da sind, gab es ja früher nicht so. Ich konnte es mir das nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass im Gebiet Donetsk so viele Patrioten, ukrainische Patrioten leben. Und die Fragen der Flüchtlinge, haben wir ja, wir haben über 15.000, die Gebiet Donetsk verlassen haben oder Menschen, die mit den Familien einfach geflüchtet sind, weil sie sich unsicher fühlen. Es werden ganz viele ukrainische Aktivisten, Mitglieder der ukrainischen Parteien als Geiseln genommen, Journalisten werden ebenso als Geiseln genommen. Das ist richtig eine Tragödie und das geht leider im Moment weiter fort. Was die Situation mit unserer Regierung betrifft und unserer Elite, die Elite ist jetzt bankrott. Sie hat auch unter anderem, wie der Oligarch Renat Akhmetov, den Einfluss und die Kontrolle auf die Situation verloren. Das ist wunderbar, um neu alles zu starten und neue Elite zu bilden. Und ein der Instrumente, das sind die frühzeitigen, die vorgezogenen Wahlen, das, was der neu gewählte Präsident deklariert hat. Wenn die Alten nicht mehr können, sollen sie mit den Neuen ersetzt werden, die die Entwicklung des Landes anders sehen. Wir hoffen nun sehr, dass sobald die Situation stabil ist, dass wir erster Linie uns an die Frage der Neubildung der Selbstverwaltung wenden. Und nun denke ich, Reformen in Donbass werden in den Händen von neuen Menschen liegen, die sich selbst während der ganzen letzten Ereignisse gezeigt haben. Da hat es gerade Lokalwahlen gegeben, bei denen sich der Kandidat durchgesetzt hat, der weniger das Image hat, pro-europäisch zu sein, um es so zu formulieren. Was hat diesen Wahlkampf bestimmt? Gab es Themen, die diesen Wahlkampf bestimmt haben? Und um eine konkrete Frage anzusprechen, als eine der ersten Maßnahmen musste die Regierung Yatsenyuk den Gaspreis deutlich erhöhen, um 40%. Waren die Erhöhung der Gaspreise zum Beispiel eine Sache, die Unzufriedenheit ausgelöst haben, die Protest ausgelöst haben? Weil es werden wahrscheinlich noch verschiedene Maßnahmen kommen müssen, die ähnlich unpopulär sind. Ich möchte zuerst auf die zweite Frage antworten. Wissen Sie, Proteste gab es nicht. Die Preise haben sich erhöht für Lebensmittel. Ich kann sagen, dass es so ist, wenn man einkaufen geht. Ich habe ein kleines Kind, ich kaufe also immer Milch und ich komme zu dem immer gleichen Regal und nehme immer dieselbe Marke und schaue auf den Preis und sehe, dass da irgendwas nicht stimmt in dieser Situation. Denn die Milch, die ich immer kaufe, die ist um ein Drittel teurer geworden. Und das war natürlich heftig und unerwartet, aber die Menschen haben das in gewisser Weise schon erwartet. Es ist teurer geworden, der öffentliche Nahverkehr, die Sammeltaxis, die doch von vielen genutzt werden, sowohl in der Stadt als auch im Gebiet, also außerhalb der Stadt. Und die Leute haben verstanden, ja, das ist so. Schockiert waren die, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, denn in der aktiven Phase, als man arbeiten musste auf den Feldern, sind die Diesel- und Benzinpreise gestiegen. Das hat die Leute erbost, denn es gibt natürlich unterschiedliche Gründe dafür, aber letztlich war es zu erwarten.
und dass im Winter, Anfang des Frühjahrs, es eine leichte Panik gab in Bezug auf Lebensmittel, dass man sozusagen wie in Kriegszeiten anfing, Seife, Streichhölzer, Salz und Ähnliches zu kaufen. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Und so wie das in russischen Massenmedien dargestellt wird, ich wurde angerufen von Freunden und Verwandten aus Russland. Da hat mir gesagt, oh, in Odessa gibt es nichts zu essen. Wir haben im Fernsehen gesehen, dass da leere Regale in den Läden stehen. Da sage ich, ja, das kann ich nicht bestätigen. Es ist zwar teurer geworden, aber die Versorgung funktioniert. Ich könnte hier noch ergänzen, die gestiegenen Preise haben nichts zu tun mit der Gaspreiserhöhung, sondern da unsere Währung natürlich, der Valutakurs hat sich verschlechtert für die Grivna und deshalb haben sich Importpreise erhöht. Ja, ich kann sagen, dass letztlich alle damit gerechnet haben. Das hat natürlich eine ganze Zeit gedauert, im Herbst und dann im Winter. Und natürlich kam es zu einer ständigen Erhöhung der Unruhe. Alle wussten, es wird schlechter. Wie viel schlechter und wie konkret schlechter, wusste man natürlich nicht. Aber man war darauf vorbereitet im Prinzip, was die Wahlen anbelangt. Vollständig darauf zu antworten, muss ich eine Bemerkung einschieben. Ich kann mich nur auf Odessa und das Gebiet Odessa beziehen. Es ist eine sehr grobe Einteilung, europäisch oder proeuropäisch und Separatisten. Das ist eine sehr, sehr grobe Einteilung. Und ich würde sogar sagen, eine unrichtige, eine schlechte Einteilung, denn faktisch ist alles viel komplizierter. Und wenn die Anhänger des Euromaidan als Faschisten und Banderowce benannt werden, dann muss man, oder sich selbst so bezeichnen, ist das eher selbstironisch gemeint, denn es ist auch nicht so. Und in Odessa ist es Kulikova Pole, ein Bereich, das sind also eher pro-russisch eingestellte Kreise, die sich selbst selbstironisch Separatisten nennen, weil das auch nicht so ist. Und auf diesem Platz, das Kulikova Pole, das waren sehr, sehr viele Vertreter der Intelligenz, die dort hingekommen sind. Und nur marginal vertreten waren andere Teile der Bevölkerung. Sie sind dort hingegangen, weil sie sehr viele Fragen hatten. Was bietet man ihnen an? Man antwortet nicht auf ihre Fragen im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Machtwechsel. Es gab Fragen zu dem Verbot der russischen Fernsehsender, dass also russische Fernsehsender verboten worden sind. Viele haben da sogar ein Geschäft draus gemacht. Also man hat Satellitenschüsseln verkauft, die entgegen diesem Verbot russische Sender empfangen oder den Empfang ermöglichen. Die sind allerdings dreimal so teuer wie früher geworden inzwischen. Und Menschen, die Russisch sprechen und in der Ukraine leben, für die ist es einfacher, russische Fernsehsender zu gucken, weil ihnen die russische Sprache näher ist und weil ihnen das ukrainische Fernsehen nicht gefällt, aus unterschiedlichen Gründen. Sie verstehen die Sprache nicht so gut oder Ihnen gefällt nicht, was inhaltlich vom ukrainischen Fernsehen geliefert wird. Also schauen Sie eher russische Kanäle. Und als man den Menschen eigentlich diese Möglichkeit genommen hat, auch wenn man vielleicht auf Umwegen es trotzdem noch kann, haben sie also einen alternativen Platz gesucht, wo sie sich äußern können und wo sich Menschen zusammenfinden, die den Euromaidan nicht unterstützen. Aber von diesen Menschen, mit denen ich mich da unterhalten habe, war niemand, der sich Russland anschließen wollte. Sie sind jetzt vielleicht nicht unbedingt charakteristisch für die gesamte Bevölkerung, aber diese Menschen sind nicht gewillt, radikal für einen Beitritt zu Russland einzutreten. Der Wunsch der Menschen
kann man sagen, ist zu 90% der gleiche unter allen Teilen der Bevölkerung. Sie möchten in einem einheitlichen Land leben, in einem Land, das geachtet wird, mit dem man auf Augenhöhe Verhandlungen führt, sowohl von russischer Seite als auch von Seiten der Europäischen Union. Sie möchten, dass die Kinder eine gute Bildung haben, dass sie eine gute medizinische Versorgung haben. Und die 10%, wo es Unterschiede gibt, die sind nach meiner Ansicht in vielem provoziert, künstlich erzeugt. Und das ist etwas, was sich lösen lässt. Wenn es nur den Willen dazu gäbe, von oben diese Fragen zu lösen. Was die Frage des Bürgermeisters gibt, es gab zwei Kandidaten, das waren keine neuen Gesichter in der Politik, erst recht nicht in der Odessa-Politik. Einer ist der ehemalige Vertreter der Partei der Regionen, der zweite, das war ein Abgeordneter von der Partei Udar, Herr Govitz, ein Anhänger sozusagen der proeuropäischen. Ich sage das sozusagen, weil das auch nicht so ganz eindeutig ist. Das, was Sie den Menschen angeboten, vorgeschlagen haben, Herr Govitz, sagen wir es so, also sozusagen die Opposition, hat, glaube ich, eigentlich nichts Wirkliches angeboten. Er hat auf sein Rating gehofft und darauf, dass das Gedächtnis der Menschen kurz ist. Also irgendwelche konkrete Meinung hat man von ihm nicht gehört. Wir sind Odissiten, wir sind eine besondere Stadt. Der zweite Kandidat, der letztlich gewonnen hat die Wahlen, der hat sich distanziert von der Partei der Region. Das war aber jetzt nicht erst im Laufe der Wahlen, aber alles Gute, was man vereinen konnte, das hat er geschafft. Warum? 2012, während der Parlamentswahlen, war er Kandidat in einem der Mehrheitswahlkreise und das Geld der Stadt hat er sehr erfolgreich in dem Gebiet, in seinem Wahlkreis angelegt. Und die Menschen assoziieren ihn mit Stabilität, dass da etwas passiert, dass man also positive Veränderungen bemerken kann. Und er hat mit einem Vorsprung von 40.000 Stimmen gewonnen. Und ich denke, dass das deshalb passiert ist, weil die Menschen sehr auf Stabilität setzen, dass sie Angst haben vor Veränderungen, weil diese Veränderungen zu Verschlechterungen führen können. Und sie haben den Menschen gewählt, den sie eigentlich kennen, von dem sie wissen, was sie von ihm erwarten können, unabhängig davon, dass es ein ehemaliger Vertreter der Partei der Region ist. Und meine persönliche Meinung ist, dass die Wahlen doch ziemlich fair und ehrlich gelaufen sind. Ich kann auch noch etwas dazu sagen, wie die Leute auf die Preiserhöhung, insbesondere die Preiserhöhung, reagieren. Unterschiedlich. Es gibt Menschen, die das sehr negativ aufnehmen und da natürlich einen Anlass für Kritik sehen. Also ob das nun Janukowitsch ist, der schuld ist, oder der Euromaidan oder Europa. Es gibt aber andere Menschen, und ich glaube, dass das sehr viele sind, die jetzt einfach sehr aktive Informationen erhalten und auch suchen, verstehen, dass wir Probleme haben, die wissen, dass wir Probleme mit Russland haben, dass der Gaspreis politisch diktiert ist und dass wir aber kein Geld haben für Subventionen haben. Und letztlich, solche Subventionen sind ihr eigenes Geld, das Geld der Steuerzahler. Und
dass sie verstehen, dass das eine Entscheidung ist, die nicht dem bösen Willen irgendwelcher Politiker entspringt, sondern von äußeren Bedingungen diktiert. Und es geht auch dahin, dass den Menschen Fragen der Energieeffektivität bewusster werden. Und ich denke, dass dieses Thema natürlich nicht nur für die Ukraine aktuell ist, auch erneuerbare Energien und ähnlich. Und diese Veränderungen führen dazu, dass die Menschen, insbesondere auch die Industrie, gezwungen sind, Geld zu stecken in energetische Entwicklung. Und dieser Zwang bestand bisher nicht in diesem Maße, weil wir, ja, wir haben Gas bezogen aus Russland. Damen und Herren, ich lade Sie nun ganz herzlich ein, Ihre Fragen und Kommentare einzubringen in unsere Unterhaltung. Ich glaube, hier ist ein ganzes Spektrum von Fragen angeklungen, die jede natürlich noch sehr viel Vertiefung erfordern würde. Welche Fragen interessieren Sie am meisten? Bitte schön, wollen Sie beginnen? Wir sammeln ein paar Fragen und kommen dann wieder hier vorne zurück. Wir brauchen das Mikrofon wegen der Übersetzung. Bitte schön. Ich möchte stellen Sie sich ganz kurz vor, wenn Sie das Wort. Ja, ich bin Mitglied der Grünen hier in Berlin. Ursula Hartl-Lenz ist mein Name. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Stellung der Ukraine zwischen der Europäischen Union und Russland in Zukunft sehen. Eva Quistorp, ehemalige Europaabgeordnete, und ich hatte das Privileg, 1991 schon auf dem Maidan zu reden, und wollte Ihnen nur sagen, ich bin schwer beeindruckt, wie wohl viele von uns hier, von Ihrem Engagement, Ihrer Ausdauer, Ihrer Hoffnung und Ihrer Gradlinigkeit und Ihrer Analyse und wie Sie Ihre Geschichte tragen. Ich möchte lieber auf einer konkreten Ebene bleiben, wo Sie teilweise auch angefangen haben. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass zum Beispiel die Grünen oder auch Zivilgesellschaft hier stärker zu einer Energiemodernisierung, zur Dezentralisierung, zu alternativen Energien beitragen kann? Gesundheitssektor haben Sie angesprochen, Wohnungssektor. Es klingt vielleicht naiv, aber es gibt Städtepartnerschaften in Europa. Vielleicht könnte man mal eine Liste aufstellen, welche Städte in Deutschland und Europa Städtepartnerschaften mit der Ukraine haben. Und vielleicht gibt es die Erfahrung aus Griechenland aus den letzten Jahren mit der Krise. Vielleicht könnte man da was von lernen, wie man sinnvoll Selbsthilfeinitiativen, dezentrale Städteinitiativen, Wasser im Bereich Wasserwirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung, Antikorruption, vielleicht ein paar Pilotprojekte an konkreter Städtepartnerschaft machen kann. Und dazu noch ein Punkt. Ich habe im Radio von der wunderbaren Journalistin Sabine Adler gehört, dass es jetzt gerade aus der Ostukraine-Region, aber natürlich auch aus anderen Regionen, natürlich sehr traumatisierte Menschen gibt. Und ich denke, Sie haben recht, Sergej, dass es ein Krieg ist. Wenn die USA das machen würden, würde das unsere Friedensforschung schon längst Lower Conflict genannt haben. Da es aber von Russland ausgeht, nennt man das pro-russische Aktivitäten oder Separatisten und denkt sofort an Verhandeln mit denen. Das wäre, wenn es von USA gemacht worden wäre, soweit ich das kenne, anders. Und da sind ganz viele Menschen traumatisiert. Und es gibt hier ja die IPPNW oder auch Vereinigungen von Psychologen. Die brauchen anscheinend dringend Menschen, hat eine Psychologin aus Kiew gesagt, die sind schon überfordert. Sie selbst als Therapeuten können teilweise nicht mehr. Vielleicht könnte man auch in dem Bereich Traumabearbeitung da gemeinsam Hilfe herstellen. Mhm. Vielen Dank. Noch eine dritte Wortmeldung. Irene? Mein Name ist Bernhard Schabert. Ich bin Reiseveranstalter für Ukraine-Reisen. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Und zur hauptsächlich in den Oblast Odessa auch. Und habe natürlich, wie Sie sich vorstellen können, ein Riesenproblem zurzeit.
Also alle Reisen sind bis jetzt abgesagt worden. Ich habe zwar noch über 100 Gäste für die weiteren Monate, aber bleibt natürlich abzuwarten, ob die dahin fahren. Jetzt mal zu meiner Frage, mal gerichtet an den Herrn Kaschenko, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und zwar, ich habe heute gehört, auch in den Medien, dass in Kiew eine Demonstration bei der Grenzbehörde, vielleicht nicht der richtige Ausdruck, ist, weil es wohl sehr viel unzufriedene Leute gibt, die der Meinung sind, dass da nicht konsequent die Grenzen geschlossen werden. Kann man da schon etwas sagen, ob überhaupt die Möglichkeit ist, dass man wirklich die Grenzen so weit absichern kann, dass halt keine weiteren, ich sag mal, ausländischen Gruppierungen rüberkommen können? Und gibt es auch Erkenntnisse darüber, circa ungefähr, wie viele nicht-ukrainische Kämpfer sich zurzeit im Donbass aufhalten? Schönen Dank. Sergej, wollen Sie direkt auf diese Frage antworten? Sicherung der Grenzen und wie viele Kämpfer? No. Nach unserer Information befinden sich derzeit auf dem Gebiet der Ukraine im Osten zwischen 5.000 und 20.000 solcher Kämpfer. Das ist nach Einschätzung von Experten. Das sind also Bürger anderer Staaten, die sich dort an diesem bewaffneten Konflikt beteiligen. So ist die offizielle Formulierung. Genau kann Ihnen das niemand sagen. Und auch was die Grenze betrifft, das sind ungefähr 300 Kilometer, die überwacht werden müssen. Und es gibt die Möglichkeit, diese Grenze zu überwinden. Und wenn einer der Führer der Donetsker Volksrepublik zufällig in Russland ist und darum gebeten hat, der möge doch bitte russische Truppen in die Ukraine schicken, dann ist das genau so, dass ein Teil der Grenze im Osten der Ukraine offen ist. Und man kann sicherlich da sich gegen die unsere Grenztruppen wenden, dass sie die Situation nicht in der Hand haben. Die Gründe liegen meiner Ansicht nach, jetzt nach meiner subjektiven Meinung, darin, dass es hier eine große Möglichkeit zur Sabotage gibt, insbesondere im Osten der Ukraine, dass hier sozusagen Anordnungen ausgeführt werden. Ich weiß, dass der größte Teil der Miliz im Osten der Ukraine sich da inaktiv verhält oder offen übergelaufen ist, dass die Seite der radikalen Elemente. Ich möchte noch etwas ergänzen. Ich habe von dieser Situation bereits gehört, als die Krim noch nicht endgültig annektiert war, und höre bis jetzt von solchen Sachen. Man muss verstehen, dass insbesondere die Krim, also sagen wir der Südosten der Ukraine, ein sehr enges Verhältnis mit Russland hat. Das können verwandtschaftliche Beziehungen sein oder eben einfach auf dem Gebiet des Bewusstseins. Natürlich ist das Wort Sabotage hier formal richtig, aber man muss sich bemühen zu verstehen, was die Menschen antreibt. Ich möchte nicht sagen, ob das der größere oder der kleinere Teil ist, aber ich weiß, dass die Vertreter der Grenztruppen sagen, beispielsweise aus der Krim, wir haben da heute ein Flugzeug gesehen oder einen Hubschrauber und da sind irgendwelche Leute über die Grenze gekommen. Haben Sie das abgeschossen? Nein. Und warum nicht? Na, das sind doch Brüder, das sind doch Russen. Das kann ich nicht. Ich kann nicht auf die schießen. Und ich denke, dass das die Situation ist, die man nicht so bewerten sollte, dass sie Recht haben oder nicht Recht haben. Das ist ein Fakt, mit dem man rechnen muss. Für viele Ukrainer, für viele Einwohner der Ukraine ist es so, dass sie die Waffe nicht
gegen Russen richten können. Und das werden sie nicht tun können. Das gibt eine psychologische Hürde für sie, dies zu tun. Ich möchte das nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist so. Und man muss das berücksichtigen und über die Folgen nachdenken. Und ich denke, dass gerade dieses Bewusstsein der Menschen ist die Grundlage für die Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, bezüglich der Stellung der Ukraine zwischen der EU und Russland. Die Ukraine wird sich entwickeln müssen. Die Ukraine wird ihr System, ihr staatliches System verändern müssen. Und sie muss stärker werden. Sie muss ein Partner werden, der imstande sein wird, einen gleichberechtigten Dialog sowohl mit Russland als auch mit der EU durchzuführen. Diese Verbindung zu Russland gibt es und man kann sie nicht einfach verneinen oder durchstreichen. Und dieses Gefühl des Brudervolkes, das existiert und das wird auch noch lange existieren. Gleichzeitig muss aber auch ein Dialog mit Europa, mit der Europäischen Union geführt werden, insbesondere in Hinsicht darauf, welche guten Leitbilder bietet uns die Europäische Union. Und die Ukraine sollte wirklich das Beste, das Beispielhafteste übernehmen soll, damit dieser Dialog nicht geführt mit der einen oder mit der anderen Seite geführt wird, dass sich die Ukraine nicht dorthin oder dorthin orientieren kann, sondern sie sollte Partner sein für beide Seiten. Ich möchte noch ein paar Ergänzungen machen. Die Künstlichkeit dieses Konflikts kann man daran nachverfolgen, wenn man auf die Frage antwortet, warum hat sich dieser bewaffnete Konflikt nur in den Gebieten Donetsk und Luhansk entwickelt? Worin besteht der Unterschied zwischen den Einwohnern von Dnipropetrovsk oder des Gebiets Dnipropetrovsk und von Donetsk? Haben denn die Einwohner von Dnipropetrovsk weniger verwandtschaftliche Beziehungen zu Russland? Nein. Die zweite Frage: Warum gibt es 4 Kreise im Gebiet Donetsk, Alexandrowka, Velika Nasilkovsky, Krasnoarmeyski und noch ein 4., wohin das Bataillon aus Dnipropetrovsk einmarschiert ist, hat sich die Situation innerhalb von 10 Tagen normalisiert. Und man hat die Miliz also gezwungen, diejenigen, die sich einverstanden erklärt haben, weiter zu dienen, einen erneuten Eid auf die Ukraine abzulegen. Warum haben wir hier eine solche Situation und dort nicht? Es ist die Frage ist die Frage der örtlichen Eliten. Wenn ich seit 15 Jahren Leiter der Miliz war und der Bürgermeister und ein Richter und so weiter, das war alles der gleiche. Also das heißt, das war ein Schema, die Entscheidungen getroffen haben. Und natürlich wird sich dieses System dagegen wehren, dass auf diesem Gebiet irgendwelche Veränderungen vor sich gehen, dass plötzlich neue Regeln eingeführt werden. Und man muss hier auch nicht lange suchen nach anderen Gründen. Was das Brudervolk und so weiter angeht. Hier ist es tatsächlich so, dass es zu einem sehr starken Bruch gekommen ist, zu sehr großen Problemen, insbesondere was das sogenannte Brudervolk angeht, diese Bezeichnung. Und es wird noch sehr viel Zeit vergehen, bis die Leute verstehen, ja, wir können viele Freunde haben, sie können in Russland sein, sie können in Polen sein, sie können in Deutschland sein und so weiter. Aber Brüdervölker gibt es nicht. Warum? Weil jeder Staat nur seine eigenen Interessen verfolgt. Und wir können keine Brüderschaft weder mit Polen noch mit Deutschland noch mit Russland haben. Die beste Form, die wir erreichen können, das ist, wenn die Werte und Prinzipien die gleichen sind und die Ziele.
Das ist das Prinzip der Partnerschaft. Und wenn wir dieses Prinzip erreichen können, das ist das Beste, was wir erreichen können. Wenn ich diese Frage des Brudervolkes höre, dann habe ich gleich den Eindruck, dass es sich hier um die nächste Mausefalle handelt, in der man uns fangen will. Ich möchte noch ein paar technische Informationen zu der Grenze der Ukraine sagen. Wir haben sehr langgestreckte Grenzen und insbesondere auch die Grenze zu Russland. Und es ist physisch nicht möglich, das derzeit abzusichern, dass wir die Grenze wirklich schließen. Da fehlen uns einerseits die Mittel, zum anderen haben wir uns darauf nicht vorbereitet haben, denn wir haben Russland natürlich nie als äußeren Feind angesehen. Und wir haben außerdem auch noch teilweise keine Grenzdemarkationslinie, beispielsweise im Asowschen Meer. Und das sind also technische und finanzielle Probleme, die uns da auch Schwierigkeiten bereiten. Und was die Beziehung zwischen der Ukraine und der EU und Russland betrifft, die Ukraine ist unser Staat und das sind unsere Probleme, die es in diesem Staat gibt. Und wir müssen dazu bereit sein, selbstständig unsere Fragen zu klären. Andererseits gibt es natürlich Hoffnungen auf die Europäische Union in einer bestimmten Anzahl von Fragen. Und beispielsweise gibt es andererseits die Frage, dass wir einerseits unterstützt würden, andererseits teilweise entsteht der Eindruck, dass die Europäische Union mehr redet als tut und dass innerhalb der ES teilweise die Wünsche auch die Möglichkeiten übersteigen, insbesondere in politischer Hinsicht. Wir sind berühmt, mit allen, mit staatlichen Strukturen zusammenzuarbeiten in der EU, um beispielsweise zu erreichen, dass auf die ukrainischen Regierung auch ein gewisser Druck ausgeübt wird, dass sie beobachtet wird, was sie tut. Auch um eine Möglichkeit zur Konterpropaganda gegen die russische Propaganda in der Ukraine zu erreichen. Aber letztlich ist es natürlich so, jedes Volk hat seine Interessen. Und noch was die Frage zur Unterstützung betrifft. Es gibt eine Reihe von Ländern, die sich bereit erklärt haben, ihre Erfahrungen mit der Ukraine zu teilen, Polen und Tschechien beispielsweise, wie ihre Antikorruptionsreformen durchgeführt worden sind. Wir sind eingeladen worden nach Georgien. Es gibt eine Teile von Konsultanten, von Beratern jetzt bei Poroschenko, auch aus Georgien. Wir sind also sehr, sehr offen für solche Vorschläge. Wir haben nicht genügend Experten, also jetzt auch ganz konkrete Fälle von Erfahrungen, beispielsweise in der Energieeffektivität, die uns natürlich helfen können. Und die nehmen wir gerne an, solche Angebote zur Hilfe. Also bitte wenden Sie sich an uns. Schon drei Wortmeldungen noch aus der letzten Runde. Irina, bitteschön. Ирина Солоненко, Европа-Университет Ядрина und gleichzeitig Euromaidan-Wache Berlin. Ich werde zwei Fragen auf Ukrainisch stellen. Die erste Frage an Oksana. Wie schaffen Sie es, einfach Ihre Initiativen nach vorn zu bringen im Parlament? Und von wem sehen Sie, dass er bemüht, sich Ihre Reformen Hindernisse zu stellen? Und dann an Sergej die Frage, welche Hoffnungen haben Sie an die Veränderung der politischen Elite in der Ukraine? Und welche Perspektiven gibt es denn, wenn es Parlamentswahlen gibt? Und welche Hoffnung gibt es denn überhaupt, dass diese politische Elite sich erneuert?
Ich bin am Zentrum für internationale Friedenseinsätze und war auch gerade vor 2 Wochen auf Wahlbeobachtung in der Ukraine, in Kharkov. Ich hätte noch mal 2 Fragen in die ökonomisch-politökonomische Richtung. Die erste zu den Oligarchen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Ukraine sich jetzt so ein bisschen in so einer Catch-22-Situation befindet. Das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel in Dnipropetrovsk eine ganz wichtige, vielleicht eine wichtigere Rolle als vorher noch Kolomejski spielt. Ich bin mir nicht ganz klar darüber, welche Rolle im Moment in Donetsk Achmetow spielt. Ich bin mir auch nicht ganz klar darüber, welche Rolle in Kharkov und in Odessa die Oligarchen spielen. Aber ich habe den Eindruck, dass man im Moment stärker auf die alten Strukturen setzt, um die staatliche Einheit zu wahren. Und das eigentlich was ganz anderes ist, als was der Maidan wollte. Und mich würde einfach interessieren, wie das bei Ihnen in den verschiedenen Regionen und in den unterschiedlichen Kreisen diskutiert wird und wie Sie das einschätzen. Und das Zweite würde ich nochmal anknüpfen. Sergej, Sie haben gesagt, ja, auch in Donetsk sind die Leute offen für Veränderungen. Aber natürlich würde ich sagen, sind sie in erster Linie offen für Veränderung zum Besseren. Und auch wirtschaftlich zum Besseren. Und das ist auch nichts Neues. Das war auch schon bei der Unabhängigkeit 1991 so. Ein großes Argument, die Unabhängigkeit der Ukraine im Osten zu unterstützen, war die Hoffnung, aus diesem Strudel der Perestroika herauszukommen. Und man dachte, eigentlich nur in einer unabhängigen Ukraine wäre man viel schneller, viel besser dran als in den übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Reformen, die wichtig und nötig sind, bergen die Gefahr in sich, dass es eben erstmal auch kurzfristig zu wirtschaftlichen Belastungen kommt. Und da ist nochmal die Frage, sowohl an die, die in Kiew mit Ökonomie zu tun haben, aber auch an die Region, haben Sie das Gefühl, dass dafür ausreichend Sensibilität bei den Reformern ist? Haben Sie das Gefühl, dass es da ausreichend Maßnahmen mit eingeplant sind, die die sozial Schwächeren auch tatsächlich zufriedenstellen können? Und haben Sie das Gefühl, dass die internationale Unterstützung da ausreichend mit umgeht? Danke. Dankeschön. Edith Müller, bitte. Ja, Edith Müller, ich war auch Wahlbeobachterin. Ich war in Vinnytsia und ich wollte fragen, ob in Ihrem Reformprogramm auch noch aufgenommen wird, Reform des Wahlsystems. Die Wahlkommission haben dermaßen super gearbeitet, aber wirklich bis Dienstagabend 18 Uhr. Und das Ergebnis stand im Grunde schon Sonntag um 11, 12 Uhr, als der Computer ausfiel, im Grunde fest. Das Wahlsystem muss dringend geändert werden und vor allen Dingen, finde ich, muss vermieden werden, dass die Wahlkommissionen politisch besetzt werden. Wir haben hier zum Beispiel in Deutschland eine ganz normale Administration auf kommunaler, Landes- und Bundesebene und diejenigen, die die Wahlauszählung machen, werden ehrenamtlich angerufen vom Amt, ob sie mitmachen wollen. Und das entzieht dem politischen Wettbewerb den Boden. Wenn man da aber überall Parteienvertreter sitzen hat und eine Partei dann kurz vor Toresschluss sagt, nee, wir machen jetzt nicht mit, wir ziehen unseren Kandidaten zurück und deswegen der Chef des Komitees der Wahlkommission ausgetauscht werden muss und jemand kommt, der sich 2 Tage vorher einarbeiten muss, das ist einfach wirklich sehr schwer. Das ist meine erste Frage und meine zweite Frage ist, wenn es jetzt Parlamentswahlen gibt, wie wird sich das Parteiensystem fügen zwischen, also wer würde für eine Regierung, für die Opposition stehen? Ich habe keine Ahnung, was mit der Partei der Regionen ist. Von wem würde Poroschenko unterstützt werden? Können Sie da irgendwas so in die Zukunft sagen? Das sind ja schon ziemlich viele Fragen, aber wir nehmen jetzt noch 2 Wortmeldungen dazu. Herr vorne hier rechts und die Dame der weißen Jacke, bitte. Nein, dem Mikrofon, bitte. Ilja Rybkin ist mein Name. Ich war auch Wahlbeobachter in Odessa und da möchte ich gerne eine Meldung an Frau Litvinova sagen.
Also die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen, wo ich auch Beobachter war, sind einwandfrei gelaufen, aber die municipale Wahlen, wo ich eben nicht Beobachter war, aber ich war dabei, da sind 7% der Wahlzettel verschwunden. Und deswegen glaube ich schon sehr, dass die Befürchtungen von Euromaidan, dass die Wahlen zu meinem großen Teil gefälscht wurden und dass der Herr Trochanow eben nicht gewählt wurde, kann ich mich gerne dazu einschließen. Ja. Vielen Dank. Anke Giesen, Universität Magdeburg. Ich hätte noch mal eine Frage. Es war ja eben, wurde ja gesprochen von den Brüdervölkern. Ja, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie es einschätzen, ob man den Konflikt in der Ukraine nicht im Grunde genommen weniger als europäisch-pro-russisch Konflikt beschreiben kann, sondern einfach als Konflikt zwischen unterschiedlich modernisierten Bevölkerungsanteilen, was ja ein Konflikt ist, den es eigentlich überall im postsowjetischen Raum gibt. Auch so in Russland, nur vielleicht einfach in anderen, sind in Russland die stärker modernisierten Bevölkerungsanteile vielleicht einfach resignierter oder reisen inzwischen auch einfach aus oder kommen nicht zurück, wenn sie im Ausland waren. Also dass man vielleicht auf dieser Ebene vielleicht eher zu Bündnissen kommen könnte als über jetzt sozusagen das Ostslawentum. Ja, vielen Dank. Ich habe die Wortmeldung dort hinten wahrgenommen. Wir machen noch gleich noch eine letzte Runde, aber zuvor erst eine erste Runde von Antworten. Oksana, wollen Sie beginnen? Vielleicht die interessante Frage auch nach den, die ich vorhin auch schon angedeutet habe, nach der Rolle der Oligarchen, die für den Staatserhalt gebraucht werden. Ist man als Zivilgesellschaft in der Gefahr, zum Reform-Alibi-Träger zu werden, während die eigentlichen Eliten ihre Politik machen und ihre Interessen verteidigen wie bisher? Wissen Sie, das Phänomen von Kolomoyskij wird von der Gesellschaft so betrachtet, das ist der wirtschaftliche Patriotismus. Und die Menschen sagen, endlich können diese Oligarchen zumindest ein bisschen was Nützliches der Lande machen und von dem, was sie schon geklaut haben, zumindest einen Teil dem Volke zurückgeben. Wir vermuten, dass Kolomoyskij nicht einfach so zum Patriot geworden ist. Er steht schon am Start und erwartete, das Eigentum von Achmetow übernehmen zu können. Und entsprechend würde ich so sagen, dass die Oligarchen als Instrument für die Stabilisierung der Gesellschaft angesehen werden. Solange sie diesen Einfluss haben, bemühen wir uns, diesen Einfluss auf die Unterstützung des Landes zu richten. Das ist okay, das soll ja auch so sein. Jedoch sollen wir alle verstehen, dass es das System ist, das wir eher in der Vergangenheit lassen müssen. Und der neu gewählte Präsident soll der Erste sein, der nicht von irgendwelchen Eliten zum Präsidenten ernannt wurde, sondern vom Volk erwählt. Die Ukrainer haben für ihn ihre Stimmen abgegeben und alle Bemühungen, die Änderungen zu starten, das soll nun für das neue System sein. Und dieses System sollte in der Zukunft unabhängig von diesen Oligarchen und oligarchischen Systemen sein, so wie es in den meisten Ländern der Welt ist. Solange sie der Ukraine helfen, ist es sehr schön. Was soll ich noch sagen? Ich möchte auch zu den Oligarchen was sagen. Ich habe dieses Problem erst in Odessa ganz nah gesehen in dieser Region. Und eines Tages kam ich zu folgendem
Schlussfolgerung, was ist ein Oligarch? Das ist ein Mensch, der in einer oder in mehreren Geschäftsrichtungen arbeitet. Um diese seine Geschäfte zu unterstützen und zu entwickeln, dann bemüht er sich mit seinen, durch seine Verwandtschaften, durch seinen Einfluss, durch sein Geld, eigene Leute zu bekommen und seine Wurzeln überall zu setzen. Einfluss, Bekanntschaften und Geld. Das sind die Säulen. Er hat eigene Leute überall und sie sind ihm finanziell oder irgendwie anders unterlegen und sind in allen möglichen Strukturen eingebunden und haben den Einfluss auf die Verteidigung dieser Geschäfte. Und diese Geschäfte, ja, die laufen weiter. Wie ist denn die Unterstützung? Das sind die Ausschreibungen, die nicht richtig so gerecht durchlaufen. Und sehr viel Geld wird an bestimmte Firmen und an bestimmte Menschen gehen. Einige Unternehmen werden einfach durch starke Kräfte übernommen. In der letzten Zeit kam das nicht so oft vor, da war ja schon fast alles geteilt und jedoch kam es früher vor. Und heute sieht die Situation so aus. Es gibt Beamte, die riesengroße Spektrum von verschiedenen Dienstleistungen haben, die sie an die Geschäftsleute erwiesen haben. Und es gibt ja Sicherheitskräfte, die dasselbe getan haben. Das ist vielleicht etwas banal als Vergleich, aber das ist so ein bisschen wie ein Krebs, wie ein Geschwür, das im Körper überall in alle Organe durchdringt. Erst in die wichtigen, dann weniger wichtigen, dann die wichtigen und so weiter. Man muss ja von allen Seiten umschließen, dieses Geschwür, und dann ebenso bekämpfen. Der Einfluss wird Tag für Tag wachsen und nach einigen Jahren oder Jahrzehnten wohl anders entwickeln. Was mich betrifft, dann kann ich nur sagen, dass der Zugang zu der öffentlichen Information, dass die journalistische Tätigkeit, dass unsere Arbeit unterstützt, diejenigen, die an der Macht sind, die sollen uns diese Information helfen und die sollen uns helfen. Und wenn wir weiterhin aktiv sind, dann können wir den Appetit des einen oder des anderen Beamten einfach kleiner halten. Wenn wir gut arbeiten, dann können wir recht viel erreichen. Wenn es in allen Bereichen so funktioniert, dann wird das Problem gelöst. Auf die Frage auch nach dem Wahlsystem. Als Spezialist für Wahlen, muss das Wahlsystem geändert werden, war die Frage. Und was ist von den Parlamentswahlen zu erwarten, auch im Blick auf neue Eliten, auf neue Parteien, neue Akteure, war die Frage. Wollen Sie darauf antworten? Na, schauen Sie mal. Zu allen Krisen, die wir in der Ukraine haben, die Vertrauenskrise ist die größte. Das ist eine totale Misstrauen. Das totale Misstrauen in den Regionen, zwischen den Regionen, der Menschen untereinander und so weiter. Und dieses Misstrauen spiegelt sich auf den Wahlen wider. Wir hatten früher die beste Wahlordnung. Die war so riesengroß und alle Normen, die reinkommen konnten, sind reingekommen.
Und nichtsdestotrotz haben wir bei jeder Wahl irgendwelche Ausweichmöglichkeiten gefunden und Möglichkeiten ebenso gefunden für die eine oder die andere politische Partei oder den Kandidaten vorzukommen und diese Regelungen umzugehen. Das spiegelt sich natürlich bei allen sozialen Prozessen unserer Gesellschaft aus. Bei den Parlamentswahlen in Norwegen, wie unsere Experten sagen, ist es einfach nicht möglich. Und wenn wir eine Frage stellen an unsere Kollegen in Norwegen, kann man es? Nein, sie sagen, kann man es nicht. Wir vertrauen. Und dieses Vertrauen zwischen, dieses Vertrauen der Gesellschaft, das ist einfach ein unverbrennbarer, unkaputtbarer Wert. Und dieser Wert ist unschätzbar. Man kann natürlich Demokratie als ein Verfahren betrachten. Aber ohne Vertrauen und ohne diese Werte der Gesellschaft kann man ja wirklich alles Mögliche schreiben. Gesetze schreiben, die werden trotzdem verletzt. Und was die neuen Eliten betrifft, es gibt riesengroße Möglichkeiten im Moment gerade für neue politische Kräfte an die Macht zu kommen und für die neuen Leader an die Macht zu kommen. Das muss auch genutzt werden. Und wir möchten, dass solche Regeln aufgestellt werden, dass nicht nur einfach neue Menschen, einfach nur neue Personen dastehen, sondern dass die neue politische Qualität da ist. Poroschenko ist der Präsident. Ja, das ist der Wunsch der Menschen. Nein, das ist nicht der Wunsch nach dem neuen Gesicht. Nein, das ist der Wunsch nach der neuen Politik. Sein Gesicht haben wir ja schon mehrmals gesehen. Wir erwarten nun, dass sich irgendwas verändert. Und Timoschenko hat dies Vertrauen nicht geschenkt, nicht gegeben. Da erwartet man keine neue Qualität. Die zweite Frage ist, ja, selbstverständlich lebt die Ukraine weiter unter den Stereotypen. Das, was jahrelang, jahrzehntelang den Menschen in die Köpfe reingeklopft wurde, kann in zwei Monaten nicht verschwinden. Wir leben weiter in einem polarisierten Land, wo jeder denkt, wenn er gut leben kann, dann kann er nur auf Kosten des anderen gut leben. Wenn er irgendwelche Subventionen oder Investitionen bekommt, dann ist es auf seine Kosten. Und wenn ein anderer gut lebt, dann ist es auf meine Kosten. Mythen und Stereotypen in Donbass, wir ernähren die ganze Ukraine. Und das war ja so unangenehm zu erfahren, nein, so ist es ja nicht. Und ich habe mein Leben lang gedacht, dass es so ist. Und ich sage ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit. Wenn jeder Verantwortung und auch Stolz für das ganze Land fühlt und empfindet, nicht so, ich bin Patriot von Donbass und alles andere interessiert mich nicht. Nein, so nicht. Man muss lernen, global zu denken, strategisch zu denken. Ja, dann werden wir schon diese Synergie erreichen und diese Einheit erreichen. Und gerne noch die letzten Wortmeldungen dazu nehmen, bevor wir hier eine letzte Runde hier vorne haben. Sie hatten sich vorhin schon gemeldet? Я прошу прощения, мы не ответили. Сейчас потом вы записали, и сейчас вы ответите в последнем раунде, да? Нет, предыдущие вопросы, которые были заданы. Можно, да? Ich möchte noch auf eine Frage antworten. Wer streitet denn in Odessa? Gibt es denn Diskussionen der alten Modelle und der neuen Modelle? Das ist eine sehr wichtige Frage. Den Informationsraum
ist so, dass die Politiker ganz einfach ihre Antworten finden. Diese sind weiß, diese sind schwarz, wir haben uns abgesprochen, alles schön. In der Realität ist alles viel komplizierter. Die Menschen, die gegen die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens waren, vielleicht nicht die dagegen waren, sondern die sich dagegen gestellt haben. Das sind Menschen, die in der Tat Angst der Einschärfung der Beziehung vor der Beziehung vor Russland hatten. Wir haben einen Partner, einen Freund, einen Bruder, einen Kameraden oder egal, wie sie dieses Land akzeptieren. Und wir werfen das alles weg, um irgendwas Imaginäres zu bekommen. Ein großes Problem lag auch darin, dass man keinen klaren Message hatte. Dieser Widerstand von Euromaidan und die Anhänger der proeuropäischen Bewegung haben viel gelesen, sie haben Fernsehen geschaut, sie haben im Internet viele Ressourcen gelesen und viele haben sogar gelesen, was in dem Assoziierungsabkommen stand. Und die Menschen, die nicht so aufmerksam diese Frage verfolgt haben, sie haben Nachrichten gesehen, bewaffnete Menschen in Kiew, Molotow-Cocktails, Widerstand und sonst irgendwas. Und nun ist es schon für mich etwas eigenartig. Ein Teil der Bevölkerung spricht über die hunderte gestorbene Opfer und die anderen sagen, dass Berkut Helden sind. Und Menschen, die das nicht gesehen haben, die können das mal nachlesen. Es ist sehr unterschiedlich. Die Gesellschaft und die Meinung ist zerspalten. Ich nehme es an, das ist nun damit verbunden, dass es Misstrauen an die Medien gibt und dass in manchen Medien die Fakten etwas verzerrt dargestellt werden. Und Menschen, die keine wahrhafte Information über die Ereignisse und Geschehnisse bekommen haben, so wie ich es vorher gesagt habe, und die Menschen, die nicht gehört waren, diese Menschen sind ja nun dann an der Schwelle und können sich ja nicht entscheiden. Ich habe mit Presseleuten von Yatsenyuk gesprochen und habe gefragt, warum schweigt Yatsenyuk? Es gab Krim, es gab Ereignisse in Odessa. Ich habe sie gefragt. Ich habe gefragt, warum schweigt der Premierminister? Er soll ja irgendwas sagen. Sie sollen irgendwas sagen. Und dann hat er endlich was gesagt. Aber erst nachdem Aksönow die Einwohner von Odessa angesprochen hat. Das war ein Fehlschritt, ein ganz starker Fehlschritt. Jetzt kann man es ja gut hinterher beurteilen. Aber die Verschärfung der Beziehungen war auch dadurch nochmal verstärkt, dass es keine verständliche und klare Kommunikation gab. Wir unterschreiben Assoziierungsabkommen. Es führt dazu und dazu. Es wird gut, das wird schlecht. Und damit das Schlechte nicht so schlecht wird, machen wir dies und das. Man muss ja nicht wirklich riesengroße Werke schreiben, sondern klar den Menschen erklären. Dazu kommunizieren, weil wenn eine totale Vertrauenskrise herrscht, und das ist hier schon zu Recht wohl oft gesagt worden, dann gibt es auch eine totale Krise politischer Kommunikation. Wie kann die sich denn verbessern? Ja, Putin. Ich würde noch auf die Frage zu den Reformen beantworten möchten und zum Konflikt.
zwischen denjenigen, die das so belassen wollen, wie es ist, und die alles erneuern wollen. Es gibt ja keinen Konflikt zwischen den Menschen, die Veränderungen wollen und die keine Veränderung wollen. Nein, es gibt ja Konflikt zwischen den Menschen, die Nostalgie an Sowjetunion haben und Russland, das ist für sie einfach in Sowjetunion. Sie wollen nicht zu Russland, sie wollen zur Sowjetunion und sie haben auch eben Angst, dass es schlimmer wird. Und die zweite Frage war dazu, wie entwickeln wir unsere Reformen, wie kommen wir nach vorn mit den Reformen. Wir diskutieren alles mit dem Parlament. Wir haben eine Plattform aus 26 Abgeordneten, die von verschiedenen Fraktionen und Außerfraktionen kommen. Wir reichen bei denen unsere Gesetzentwürfe ein, hören Kommentare an und sie lobbyieren unsere Gesetzentwürfe in den eigenen Fraktionen und dann unterstützen uns bei allen technischen Momenten. Es war uns auch vorgeschlagen, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Die hat ja Zentrum für Durchführung von Reformen. Parlament und Regierung, das ist für uns nicht ein ideales Bild, sondern das ist ein Instrument, der Einfluss ist auf die Macht. Letzten Wortmeldung, die ich versprochen habe, noch dran zu nehmen, und zwar erst der Herr ganz hinten, dann Sie und dann Sie. Drei Wortmeldungen nehme ich, oder nehmen wir noch vier und damit schließen wir dann hier vorne ab. Bitte schön. Ja, also Andreas Hoffmann ist mein Name. Ich bin privat hier einfach, weil mich das Thema interessiert. Also die erste Frage, kann ich zwei Fragen stellen? Okay. Ja, die erste Frage hätte ich an die Frau Litvinova. Also für mich als Deutschen kann ich mir, verhalten sich Russen und Ukrainer ungefähr so wie Deutsche und Österreicher? Kann man sich das ungefähr vorstellen? Also die Beziehung. Ungefähr so, damit man sich das übersetzen kann. Die zweite Frage, also wenn sich die Ukrainer in ihrer Nachbarschaft anschauen, sagen wir mal so Länder wie Bulgarien, Rumänien, die sind in der EU und denen geht es eigentlich ziemlich schlecht. Was hat die EU der Ukraine eigentlich zu bieten? Ja. Bitte schön, die zweite. Bitte schön, Sie. Mit dem Mikrofon, bitte. Mein Name ist Markian Januszewski, ich bin Student an der Uni Potsdam. Also ich werde die Fragen auf Ukraine stellen. Zu unserer Diskussion, die Ukraine erneuern und Reforminitiativen starten. Meine Frage geht an Oksana. Reformen, die Sie erwähnt haben, es geht ja um die Diskussion und um die Dezentralisierung. Dezentralisierung von was? Von Gebieten, von Bezirken? Welche Kompetenzen werden an die Kommunen abgegeben? Diese Diskussion gab es ja schon April, und Ihre Initiative unterstützt welches Subsidiaritätsprinzip von Regionen oder von Kommunen? Ich bin auch privat hier, war aber mal ein halbes Jahr in der Ukraine letztes Jahr. Eine Frage zu dem Vertrauen und der Hoffnung, die angesprochen wurde. Wäre es nicht wichtig, dass quasi eine neue Partei, also neue Leute auch an die Macht kommen, die sich quasi, die unverbraucht sind? Wo sind diese Personen? Also mich wundert das. Ich kenne sehr viele Ukrainer, die alle sehr gebildet sind und auch noch, also schon im letzten Jahr sehr Europa zugewandt waren und gute Ideen hatten. Auch wenn ich Sie sehe, Herr Tkaschenko, Sie wirken sehr klug. Wieso? Also, wieso gibt es immer nur die gleichen Personen, die quasi in der Politik sind? Ist es ein gesellschaftliches Phänomen, keine Verantwortung zu übernehmen? Oder ist es, liegt es daran, dass das politische System, das bisherige, so undurchlässig ist, dass keine neue Partei entsteht, die quasi diese Bewegung aufnehmen könnte? So, schöne, fundamentale Fragen zum Abschluss. Ganz hinten,
Bitte schön, Sie noch. Hm? Ja, ja, mit dem Mikrofon bitte Ihre Anmerkung. Mein Name ist Valeria Pinchuk. Ich komme aus Odessa und bin in Deutschland aufgewachsen, bin politisch aktiv und Studentin. Und ich wollte fragen, ob man sich vielleicht hier irgendwie nach dem Ende der Diskussion treffen kann, um herauszufinden, wie man den Kindern helfen kann, die aus dem Osten jetzt aktuell fliehen oder geflohen sind. Ja, da kann ich gleich dazu antworten. Wir haben hier im Anschluss noch ein paar Getränke im Angebot und natürlich herzliche Einladung zum informellen Austausch im Anschluss. Sergej, fangen wir doch mit der letzten Frage an. Warum kommen so kluge Leute wie Sie nicht in die Politik? Wissen Sie, es gibt da... Wissen Sie, es gibt da so eine Formulierung, ich würde ja immer für den besten Kandidaten stimmen, aber komischerweise stand ja gar nicht zur Wahl. Also eine Frage war, warum sehen wir keine neuen politischen Parteien? Das kann ich sagen, es gibt inzwischen neue politische Parteien und auf den kommenden Parlamentswahlen, die ja hoffentlich in nächster Zeit stattfinden werden, wird es eine Menge neuer politischer Karten, eine beispielsweise, die von Ljowoschkin finanziert werden wird, in der all die jungen Leader der Partei der Regionen aufgehen werden. Das wird eine der neuen politischen Parteien. Ob wir aber eine neue Qualität der Politik sehen werden, da habe ich doch meine Zweifel. Warum? Ja, das ist doch, die Frage ist nicht die Frage der politischen Parteien, sondern die Frage der Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Also die Bedingungen, den Anforderungen, die wir an sie stellen, die wir an unsere politischen Kräfte stellen. Denn die Macht strebt aus sich heraus zum Absolutismus. Sie strebt danach, den gesamten Raum einzunehmen, den wir ihr geben. Und jegliche Macht verwandelt sich in eine absolute Macht, wenn man ihr den Raum dazu gibt. Und das betrifft jede politische Kraft. Das haben wir bei all unseren Präsidenten gesehen, die sich auch aus ganz unschuldigen und guten sich in böse Wölfe verwandelt haben, sozusagen. Und wenn wir über Reformen sprechen und die Kontrolle und die Bedingungen, die von der Gesellschaft den politischen Kräften aufgegeben werden. Ich möchte noch etwas sagen zu den jungen Politikern. Ich habe mich unterhalten mit Vertretern von gesellschaftlichen Organisationen, von Jugendorganisationen, mit Politikwissenschaftlern, also mit jungen Menschen. Einerseits ist es in Odessa so, dass es viele junge Menschen, Studenten gibt, sehr, sehr viele, die sehr angetan waren von dieser patriotischen Welle sozusagen. Sie sind jung, sie sind energiegeladen, möchten irgendetwas tun, wissen noch nicht, wo sie ihre Kräfte gebrauchen sollen, aber es gibt einige Nuancen. Ich habe bisher nicht gesehen oder gehört, dass man in Odessa irgendjemand lehren würde, wie man Politiker werden kann. Also Seminare oder Ähnliches. Zum Zweiten, die jungen Leute, die sich suchen und die eine mögliche Arbeitsrichtung sehen in der Politik, die sind tätig in politischen Jugendorganisationen. Wenn sie dort hineingeraten, verstehen sie sehr schnell, was das eigentlich ist. Und das ist nicht unbedingt das Angenehmste, insbesondere für jemand, der tatsächlich jung ist, etwas verändern möchte, sozusagen seine Sturm- und Drangphase hat. Entweder er geht dort weg, völlig enttäuscht von den Bedingungen, oder er wächst in eine politische Partei hinein. Ich kann das vergleichen mit der Journalistik. Du kommst in diesen Beruf und denkst, dass du die ganze Welt verändern kannst. Und wenn du dann arbeitest, musst du feststellen, dass das nicht so ist. Und in diesem Moment, da muss man sich festlegen, welchen Weg man für sich wählt. Und ich denke, dass die Situation für die jungen Leute, die politisch interessiert sind, so ähnlich ist. Und was ganz neue Parteien anbelangt, es hat sich ja eine, so wie sich
eine neue Partei entsteht, wird in den Massenmedien sofort gefragt, gestellt, wem gehört die Partei? Woher kommt das Geld? Wer hat es euch gegeben oder wo sollt ihr es hernehmen? Dieses Geld, das existiert, das für politische Projekte vorgesehen ist, das ist ja schon verteilt. Deswegen ist die Situation für neue Parteien nicht gut. Ich möchte dazu sagen, dass bereits neue Parteien entstehen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, das mitzuverfolgen. Und es gibt also eine Partei, die entstanden ist und sich vollständig aus Crowdfunding finanziert in Kiew. Das Problem besteht darin, dass viele das nicht wissen. Ja, natürlich, diese Partei hat sich bereits in der Kiewer, im Kiewer Stadtrat etablieren können nach den Wahlen. Und ich weiß, dass Aktivisten des Maidan in Kiew dabei sind, Parteien zu gründen. Also das passiert. Es gibt auch ein Beispiel für die Finanzierung, von dem ich gesprochen habe. Und wir tun natürlich jetzt alles, damit das neue Gesetz über das neue Wahlgesetz tatsächlich angenommen wird und damit auch die Barrieren verringert werden, um neue Parteien entstehen zu lassen. Und der Euromaidan hat tatsächlich als Protest dagegen begonnen, dass die Euro-Integrationspolitik sozusagen abgesagt worden ist. Aber wir sind nicht auf den Maidan gegangen, weil wir in die EU wollten, sondern weil wir Werte haben, die für uns fundamental sind, also die Freiheit, die Pressefreiheit, Verantwortung. Die Europäische Union ist für uns das Beispiel dafür, wie diese Werte verwirklicht werden. Und deshalb haben wir jetzt keine rosa Brille auf bezüglich der ES und wir sind auch nicht der Meinung, dass wir übermorgen Mitglied werden und dass dann alles so wunderbar ist wie beispielsweise in Ungarn. Nein, wir verstehen, dass wir dazu noch nicht bereit sind, einerseits, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben, aber es ist für uns ein Leitbild. Die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft ist für uns ein Symbol, auf das wir uns zubewegen. Wir verstehen auch die positiven und die negativen Seiten. Sicherlich nicht alle in der Bevölkerung, aber die, die sich politisch interessieren. Und wir möchten eben das Beste aus den Erfahrungen sowohl der Europäer als auch der Amerikaner entnehmen, um das für unsere politischen und wirtschaftlichen Realien in der Ukraine anzuwenden. Ich bin natürlich keine Expertin, aber was jetzt Ihre Frage zur Dezentralisierung betrifft, da bin ich leider keine Expertin, aber ich kann Ihnen sagen, dass, soweit ich es weiß, wir dafür sind, dass wir eine Vergrößerung der Verwaltungsgemeinden durchführen wollen, um diesen dann weitere Rechte zugestehen zu können. Aber ich gebe Ihnen auf jeden Fall eine Kontaktadresse. Ich möchte noch ergänzen, wenn ich darf, zur Frage, was die Europäische Union der Ukraine anbieten kann. Man sollte sich daran erinnern, dass es zu diesem Euromaidan, der in der Ukraine begonnen hat, am Ende einer Reihe sehr schwerer Jahre stand. Menschen, die lange nicht in der Ukraine waren oder noch nie, wird es schwierig sein zu verstehen, dass es ein Zeitpunkt war, wo man eigentlich jegliche Möglichkeit, ehrlich Geld zu verdienen, zerstört war. Es geht sowohl um ein eigenes Geschäft, ein eigenes Gewerbe oder beispielsweise Student einer Hochschule zu werden, auf ehrliche Weise. Es war ebenso schwer vorstellbar, wie schlecht die gesundheitliche Versorgung war. Das heißt, man hat die Leute eigentlich so lange in die Ecke gedrängt, dass sie einfach nicht mehr weiter konnten. Weshalb hat also ein Teil der Bevölkerung so stark erhofft, dass dieses Assoziierungsabkommen unterschrieben wird? Sie
hatten darauf gehofft, dass die Regierung, die das unterschreibt, Verpflichtungen übernimmt, von denen sie sich später nicht lossagen kann, weil die Europäische Union ein so ernsthafter Partner ist. Wenn Janukowitsch dieses Assoziierungs unterschrieben hätte, dann wäre das eine Verpflichtung, der er sich hinterher nicht entziehen könnte. Das war also der Grund für die Leute und nicht dass, die Vorstellung, dass ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen würden. Und es gab also die Hoffnung, dass sich das System verändern würde unter diesem Einfluss. Und ich weiß nicht, ob meine Kollegen sich damit einverstanden sind. Es war einfach ein Moment, in dem es nicht mehr weitergeht. Deshalb ist dieser Protest entstanden als friedlicher Protest. Und in dem Moment, als dieser Protest niedergeknüppelt wurde, da war er nicht mehr aufzuhalten. Da waren das immer mehr Leute. Und als Janukowitsch dann ja, einfach abgehauen ist, sozusagen, da ging es darum, ob wir auf den Weg zu Veränderungen weitergehen. Es geht nicht in erster Linie um Welt. Es geht nicht in erster Linie darum, ob wir auf dem europäischen Markt handeln dürfen, sondern es geht darum, dass man tatsächlich einen Rechtsstaat errichtet. Und dort ist Europa eine Orientierungshilfe für uns, ein Leitbild. Und wir möchten die Erfahrungen, die es gibt, die Erfahrungen beim Aufbau eines Rechtsstaates, die möchten wir nutzen. Das Gespräch heute Abend hat mehr als deutlich gemacht, was für ein Riesenberg von Problemen und inneren Gegensätzen und Spannungen die Ukraine und diejenigen, die sich die Erneuerung dieses Landes vorgenommen haben, ausgesetzt sehen. Ich möchte schließen mit einem Wunsch, dass ich insbesondere Sergej Tkatschenko wünsche, dass die politische friedliche Debatte bald wieder der Normalzustand wird. Und die positive Spannung, die positive Auseinandersetzung damit, wie man diese Reformen anpacken kann, angegangen werden kann und dass all die Ängste und all die fürchterlichen Krisen, die mit dem jetzigen Zustand verbunden sind, bald ein Ende haben. Ich danke allen dreien hier vorne ganz, ganz herzlich für Ich danke sehr herzlich unseren beiden Übersetzerinnen, die aus dem Russischen und Ukrainischen übersetzt haben. Und möchte Sie zum Schluss um einen Gefallen bitten, der auch etwas mit Partizipation zu tun hat. Wir selbst sind interessiert an Feedback zu unseren Veranstaltungen. Deswegen haben wir, mein Kollege Robert, der dort steht, hat so schöne kleine Klebepunkte in der Hand und wird Ihnen beim Ausgang die überreichen und neben ihm, hinter ihm sehen Sie ein kleines Plakat, auf dem können Sie ohne dass Sie weitere Anleitung brauchen, einfach kurz markieren, was Ihnen diese Veranstaltung gebracht hat, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht so gefallen hat. Uns hilft das zu versuchen, besser zu werden. Und jetzt lade ich Sie noch, nachdem Sie Ihren Punkt geklebt haben, gibt es zur Belohnung ein Glas zu trinken. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.